Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind auf Radio 1, im Videostream auf radio1.de oder zu später Stunde im rbb-Fernsehen. Was darf Satire heute? Diese Frage stellen wir uns heute. Ich weiß nicht genau, was in den kommenden knapp 2 Stunden passieren wird. Ich nehme an, es wird kontrovers werden, provokant, es wird gestritten werden. Aber so wie ich meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner kenne, wird das immer respektvoll und vielleicht auch an Lösungen orientiert ablaufen. Eben nicht brüllend in sozialen Netzwerken oder in Zeitungen mit sehr großen Buchstaben. Wie angespannt die Lage beim Thema Satire ist, das habe ich im Vorfeld der Sendung gemerkt. Ich mache seit vielen Jahren Talks auf Radio 1. Ich habe noch nie so viele Mails vor einer Sendung bekommen wie dieses Mal. Ich möchte zum Einstieg 2 Auszüge aus Mails vorlesen. Da schreibt mir eine Hörerin, dass mein Leib- und Magensender Radio 1, meine akustische Familie, Dieter Nuhr nun einlädt, um mitzureden, überfordert mich. Ja, der Mann ist klug, aber seine Rechtfertigungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass er nach unten tritt und das ist abstoßend. Bitte laden Sie ihn aus. Das ist eine Mail. Ein anderer Hörer dagegen mailt, die angekündigte Talkrunde, bestehend aus der lustigen Linken Sarah Bosetti, dem badischen Barden Florian Schröder und einer Taz-Tante, wow, wie ausgewogen. Roter Bürgerfunk Berlin. Damit hätten wir die Spannbreite des heutigen Talks abgebildet und wissen, was uns nach der Sendung auf Twitter und Facebook erwartet. Unsere Gäste wurden ja schon charmanten Mails vorgestellt, deswegen nur kurz. Sarah Bosetti ist Autorin und Satirikerin, ist Radio 1 Kolumnistin. 2020 erschien ihr Buch Ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, hallo. Dieter Nuhr ist Kabarettist und Moderator. Mit seiner Satiresendung Nur im Ersten erreicht er regelmäßig 1 Millionen Publikum. Wenn kein Corona ist, tritt er mit seinem Soloprogramm in vollen Hallen auf. Herzlich willkommen, Dieter Nuhr. Hallo, Tag, morgen. Die gesamte Zeit zugeschaltet ist der bardische Barde Florian Schröder. Er ist auch Kabarettist und Moderator, hat bei Radio 1 einen sehr erfolgreichen Podcast mit Serdar Somuncu und geht auch wieder auf Tour, sobald es geht. Wir müssten ihn jetzt sehen. Hallo, Florian Schröder. Hallo. Ja, wir hören ihn zumindest, auch wenn wir ihn nicht sehen, aber hören ist ja auch schon mal schön. Wir werden die Runde immer wieder erweitern. Die Zugeschalteten stelle ich Ihnen dann vor, obwohl Sie einige sicher sehr gut kennen. Sarah Bosetti, die Frage unseres Talks ist, was darf Satire heute? Ein Freund schrieb mir vor der Sendung, schon die Frage ist ein Armutszeugnis. Wer ist denn die Instanz, die entscheidet, was Satire darf? Ich finde die Frage tatsächlich auch nicht sonderlich sinnvoll. Muss ich sagen. Also, was darf Satire, ist so eine Frage, die irgendwie voraussetzt, dass Satire ein eigenständiges Wesen wäre. Das klingt, als wäre Satire so ein Kind, dem man was erlauben oder verbieten kann. Das ist ja Quatsch. Ich glaube, wir sollten uns immer die Frage stellen, was wir als Menschen dürfen. Und in dürfen gibt es natürlich in 2 Abstufungen, also einmal rechtlich dürfen. Insofern darf die Satire rechtlich alles, was wir als Menschen rechtlich auch dürfen, und moralisch. Und wer oder was die moralische Instanz ist, die das entscheidet, na, wir als Gesellschaft letztlich, würde ich mal sagen. Dieter Nuhr, spätestens seit dem Shitstorm in der Sendung Nur im Ersten über Greta Thunberg, da haben Sie ja unter anderem gesagt, ich bin gespannt, was Greta macht, wenn es kalt wird. Heizen kann es ja wohl nicht sein. Wissen Sie, was ein Shitstorm ist? In der Definition von Satire bei Wikipedia steht unter anderem, üblicherweise ist Satire eine Kritik von unten, Bürgerempfinden gegen oben, Repräsentanz der Macht. Der Vorwurf ist, den ich auch gerade in der Mail schon gerade vorgelesen habe, Sie treten häufig nach unten. Was ist denn an der Kritik berechtigt? Nichts, um es mal deutlich zu sagen. Erstens glaube ich nicht, dass unten und oben mit den Kriterien des 19. Jahrhunderts definiert werden kann. Bei uns, gerade in diesem Zusammenhang mit Greta Thunberg, wurde mir der Vorwurf gemacht, ich würde ein 16-jähriges Mädchen Witzen aussetzen, was natürlich völlig bekloppt war, weil Greta Thunberg zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe, davon abgesehen, dass der Witz, finde ich, recht harmlos ist und niemanden erniedrigt, war sie wahrscheinlich die mächtigste Frau der Welt. Und ich glaube eigentlich, dass sie das heute auch noch ist. Wenn sie sich äußert, glaube ich, dann treten Regierungschefs an und hören zu. Und insofern kann es nicht sein, dass das nach unten treten ist. Das ist völlig lächerlich. Mhm. Es geht auch darum, dass in einem demokratischen Staat unten und oben nicht mehr so leicht zu unterscheiden ist. Der Souverän ist das Volk im demokratischen Staat.
Und insofern ist auch das Volk natürlich Zielscheibe von Satire. Sie merken es, ich duze ja einige und sieze einige. Einfach Sarah Bosetti und Florian Schröder sind Radio 1-Kollegen, deswegen duze ich die alle anderen ohne Ansehen der Person, sieht sich einfach. So ist es vielleicht am einfachsten. Florian Schröder, ich sehe dich zwar immer noch nicht, aber du und Radio 1 gleich mit. Ihr habt mächtig Ärger im vergangenen Jahr bekommen, als Serdar Somuncu, mit dem du zusammen einen Radio 1-Podcast machst, in diesem Podcast sagte, dass es ihm scheißegal sei, er benutze rassistisch belegte Begriffe, er meine das aber nicht so und was er meine, sei wichtiger als das, was er sage. Leute, die sich über so etwas echauffierten, seien vor allem hässliche Frauen, die keinen Sex hätten. Florian, du hast darüber hörbar laut gelacht und dafür später, muss man auch dazu sagen, deutlich um Entschuldigung gebeten. Gab es diese Entschuldigung wegen des Shitstorms oder welchen Fehler hast du erkannt? Immerhin war es ja als Satire gemeint. Naja, der Fehler bestand schon mal darin, diese Art und spontan einfach über diese Passage zu lachen innerhalb eines Podcasts. Da habe ich sehr gut verstanden, dass Menschen den Eindruck hatten, dass ich über diese Aussage lache und diese Aussage so nehme, wie sie ist. Und das ist ein Fehler, weil der Inhalt ist ein satirischer gewesen, über dessen Qualität man sehr streiten kann. Wir sehen den heute beide völlig anders als in dem Moment. Es geht nicht, dass man in einem Podcast anfängt, in eine Bühnenfigur zu fallen. Das war der erste Fehler. Und darüber habe ich versucht zu lachen, was falsch war. Und das hat Menschen sehr verletzt, weil das ein bisschen wie der Kofferträger des Witzemachers auf dem Schulhof wirkte. Und das war daneben. Und das ist weder die Auffassung von Serdar gewesen, noch meine. Und da muss man sich auch einfach entschuldigen. Und dazu muss man auch stehen. Und man macht Fehler. Und deswegen ist es wichtig, dass man das zur Kenntnis nimmt, was dann kam. Und ich war zum Beispiel sehr dankbar für unfassbar viele Nachrichten, die ich bekommen habe, von Menschen, die das wirklich sehr verletzt hat. Und ich habe da was gelernt und gedacht, scheiße, das hättest du so nicht machen sollen. Und ich finde, das gehört dazu, so wie jeder im Leben Fehler macht. Und im Nachhinein tut mir das sehr leid. Aber die Entschuldigung war nicht wegen des Shitstorms, sondern aus der Sache heraus. Jetzt erweitern wir unsere Runde um eine Kolumnistin der Taz. Sie ist Redaktionsleiterin eines Satire-Formats, das seit einiger Zeit im Ersten läuft, bei YouTube sowieso. Die Rede ist vom Browser-Ballett. Ich freue mich auf Anna Duschime. Hallo. Hallo in die Runde. In der Sendungsbeschreibung des Browser-Balletts steht als letzter Satz, alles natürlich unter strengster Einhaltung und grenzüberschreitender Umsetzung der geltenden Satire-Regeln. Zitat Ende. Das ist vermutlich ironisch gemeint, aber welche Regeln geben Sie sich als Redaktion selber für das, was Sie in der Sendung machen? Also das ist in der Tat ironisch gemeint, haben Sie richtig erkannt. Wir haben gar nicht so viele Regeln, weil ich auch glaube, dass die Regeln nicht förderlich sind. Aber eine Regel ist, nach unten treten. Was wir jetzt schon. Und ist das, ich meine, das hat ja Dieter nur angesprochen und da sind beide wahrscheinlich schon im Gespräch. Ist das denn wirklich so einfach zu definieren? Also wir hatten diese Woche schon ein Radio 1-Interview gemeinsam, da sprachen wir nämlich auch über Greta Thunberg. Die war damals ein 16-jähriges Mädchen, also quasi ist das ja dann nach unten treten. Andererseits spricht sie vor der UN und ist ja damit möglicherweise oben. Also was ist unten und oben? Ja, das ist manchmal nicht so leicht. Aber ich finde es immer schwierig, jetzt nicht am Beispiel von Peter Thunberg, aber jetzt in der Fragestellung, ob Satire rassistisch sein kann. Ich muss da ganz kurz unterbrechen, Entschuldigung, das ist keine inhaltliche Unterbrechen, sondern ein soundmäßiges. Wir hören Sie ganz, ganz schlecht. Da sind immer so Aussetzer, als würde das Mikrofon wegrutschen oder so. Wir arbeiten daran nochmal und ich hole jetzt mal kurz Sarah Bosetti in die Runde. Dann auch da die Frage, was ist denn dann oben und unten? Ja, ich hätte da auch sehr gerne eingehakt. Also ich finde das schwierig. Ich finde sowieso schwierig zu sagen, Greta Thunberg ist die mächtigste Frau der Welt, nur weil ihr Leute zuhören. Das gibt ihr ja erstmal noch wahnsinnig wenig Entscheidungsgewalt über Dinge. Und es ist eventuell nicht so eindeutig, das mag sein. Ich finde trotzdem, sich über Greta Thunberg lustig zu machen, definitiv kein nach oben treten. Und mich wundert ein bisschen die Auswahl des Ziels. Also viele Leute, die Satire machen, die sagen ja, die Aufgabe ist erstmal, sich über alle lustig zu machen. Und das halte ich für absoluten Unsinn. Also die Aufgabe der Satire, die definieren ja wir. Und ich wüsste nicht, warum ich als Satirikerin mir die Aufgabe stellen sollte, gegen alle auszuteilen. Das ist ja Quatsch. Also das verfolgt ja überhaupt gar kein Ziel. Und ich finde, ich habe tatsächlich formal
überhaupt gar kein Problem mit allem, was du, Dieter, satirisch machst. Ich habe formal ein Problem damit, was Serda Somuncu satirisch macht. Ich habe aber dann in dem Fall eher inhaltlich ein Problem. Also bei Serda Somuncu ist es ja häufig so, dass er zumindest vorgibt, etwas sagen zu wollen, dem ich mich durchaus anschließen kann. Er will dann Rassismus anprangern, er will dann eventuell auch Sexismus anprangern, ist in seiner Form aber extrem rassistisch und extrem sexistisch und nicht eindeutig genug darin, was seine eigentliche Botschaft ist. Bei dir, Dieter, habe ich das Gefühl, du bist sehr eindeutig darin, was deine Botschaft ist. Ich verstehe nur nicht, warum das um alles in der Welt deine Botschaft ist. Und ich finde in beiden Fällen, und da ist die Gemeinsamkeit, schwierig, die Verantwortung für diesen Kommunikationsprozess, denn das ist es ja, wenn man sich auf eine Bühne stellt und mit vielen Menschen spricht, für diesen Kommunikationsprozess immer nur bei den Empfängerinnen und Empfängern zu sehen. Also immer zu sagen, ich wurde halt missverstanden, immer zu sagen, die sehen ja immer nur Schlagworte und Ausschnitte und nie bei sich selbst zu sehen. Dazu sowohl Dieter Nuhr zunächst muss und dann Florian Schröder, weil wurden ja beide quasi damit in die Kritik einbezogen. Ja, muss ich natürlich zur Stellung nehmen, weil dazu immer nur zu sagen, ich bin missverstanden worden, das heißt, sieht so aus, als wenn ich auf die Bühne gehen würde, was sage und dann beschweren sich nachher Leute und ich sage dann, oh, da bin ich missverstanden worden. So ist es natürlich nicht. Es geht darum, dass natürlich sehr viel von dem, was ich sage, rausgerissen wird, dass aus einem 8-Minuten-Beitrag 30 Sekunden rausgenommen werden und ins Internet gestellt werden und 99,9% der Menschen, die sich dann darüber auslassen, die Nummer gar nicht gesehen haben, sondern nur die 30 Sekunden, die im Internet kursiert sind. Das ist nun mal eine Tatsache, dass man dann ständig gezwungen wird zu sagen, ja, du hast die Nummer nicht gesehen, du weißt gar nicht, worum es ging, ist leider richtig. Zweitens, aber Entschuldigung, ist das was anderes, als zu sagen, ihr habt mich nicht richtig verstanden? Ihr habt nicht hingehört, ja, das ist richtig. Das ist halt ein Fehler, wenn ich mich darüber äußere und habe die Nummer gar nicht gesehen und das ist leider die Regel und nicht die Ausnahme. So, das Zweite ist, ich sehe Satire gar nicht so ernst als gesellschaftlichen Prozess, wie du das offenbar tust, sondern Satire ist das, was mir im Kopf rumgeht. Ich mache etwas, ich spreche über die Dinge, die mich interessieren. Das ist die einfache Definition dessen, womit ich mich beschäftige. Das ist ein individualistisches Konzept. Ich sehe mich immer mehr gezwungen, dieses individualistische Konzept gegenüber ein gesamtgesellschaftliches Konzept von Verantwortung zu rechtfertigen. Das ist richtig. Ich kann nur das machen, was mir durch den Kopf geht. Das sind die Themen, die mich interessieren. Und zwar da, wo ich Widersprüche in mir selbst entdeckte. Ich bin ja linksgrün sozialisiert worden. Und dadurch fange ich an, über diese Dinge zu reden, die mit meiner eigenen Sozialisation zu tun haben. Das ist ein individuell künstlerisches Konzept. Ich weiß, ja. Sarah Bosetti möchte dazu noch was sagen. Ich sage nur, wir haben jetzt eine halbe Stunde auch mit Anna Duschimé. Wenn sie dann gleich wieder vom Sound her hoffentlich da ist, würde ich sie auch gerne dazu holen. Also ein kurzer Einwurf noch, dann ist Florian Schröder dran und dann Anna. Ja, ich finde den Satz, Satire ist das, was mir im Kopf rumgeht, wahnsinnig lustigen Satz, ehrlich gesagt, der komplett verkennt, dass du einmal die Woche mit Millionen von Leuten sprichst. Ja, und dann zu sagen, ich habe keine Verantwortung dafür, was ich da sage und was das bedeutet, ist eben, na, du sagst, du siehst dich von außen gezwungen, du siehst das aber erstmal nicht ein. Nein, ich sehe mich von außen gezwungen, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, mit Leuten auseinanderzusetzen, die gar nicht gehört haben, was ich gesagt habe. Das ist das Prinzip des sozialen Netzwerkes, dass innerhalb von 30 Sekunden aus deiner Nummer rausgenommen werden, die Vielschichtigkeit und die Begründung dessen, was ich gesagt habe, ja überhaupt gar nicht widerspiegelt. Wir werden das noch vertiefen. Entschuldigung, ich muss bloß, weil die anderen, das ist so ungerecht, sind zugeschaltet und kommen dann jetzt gar nicht zu Wort. Also ganz kurz Florian dazu, weil da ging es wahrscheinlich um eine Kritik an Serda Somuncu und dann an Anna Duschimé, wenn denn der Ton wieder geht und wenn es schon um technische Details geht, wir hätten hier gern ein bisschen lauter einen Monitorton, dass wir ein bisschen besser hören, was die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sagen. Das stimmt, das habe ich jetzt eben auch gar nicht gehört. Bitte Florian. Genau, also ich hatte Anna leider auch gar nicht verstanden hier, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist ein kleiner Widerspruch zu Sarah. Ich würde zunächst mal immer verteidigen, dass Satire sich über jeden und alle lustig machen können
dürfen muss. Also das finde ich ganz wichtig als Prämisse. Es ist wichtig, dass wir die Freiheit haben, uns über jeden lustig zu machen, weil das der Moment ist, in dem wir auch integrierend wirken. Wir reden dann noch nicht darüber, wie wir es machen. Man kann sich auch über diejenigen lustig machen, die Opfer eines Terroranschlags geworden sind, in einer furchtbaren Art und Weise, und das ist schlechte Satire. Das legitimiert nicht schlechte Satire. Ich finde nur den Grundsatz wichtig zu sagen, das muss immer die Prämisse sein, weil in dem Moment, in dem wir eine bestimmte Gruppe ausschließen vom Humor, uns nicht über sie lustig machen, schließen wir sie auch gesellschaftlich aus. Ich bin mal beim Werkstättentag der behinderten Menschen aufgetreten und habe vorher gesagt, ja, wie sieht denn das aus? Wie sehen die behinderten Menschen das? Und der Veranstalter sagte, du kannst alles machen. Das Schlimmste wäre, du würdest ihnen gegenübertreten und würdest sie so behandeln, als dürfe man sich nicht über sie lustig machen. Das ist die schlimmste Ausgrenzung, die erfahren. Tu uns bitte nur einen Gefallen. Sprich nicht von die Behinderten, sondern sprich von behinderten Menschen. Das ist uns wirklich wichtig. Und das sind bei Das ist für mich ein schönes Beispiel der Prämisse. Und ich finde es essentiell, dass Humor tatsächlich in alle Richtungen austeilt, aber es muss gut sein und es darf nicht Selbstzweck sein. Und es darf nicht auf Menschen gehen, die unschuldig sind, und es darf nicht in einer Art und Weise verletzend sein, dass Menschen zu Recht sagen, hier geht es um nichts, hier geht es ihm einfach nur darum, sich über einen behinderten Menschen lustig zu machen. Wenn es la pour la, also Kunst um ihrer selbst willen wird, wird es immer schlecht. Ansonsten muss Satire in alle Richtungen gehen. Es tut mir jetzt leid für Anna Duchimé, weil ich nicht weiß, ob sie uns überhaupt zuhören konnte oder ob das... konnte uns zuhören, ja genau. Ich würde das gerne nochmal ergänzen, das haben ja auch nicht alle mitbekommen. Also ich hätte Serdar Somuncu natürlich gerne dazu befragt, weil jetzt reden wir über ihn, aber er hat uns leider abgesagt. Er hat in seiner satirischen Rolle, wie er betont, auch mehrere rassistische Begriffe genannt, sei es das N-Wort oder diese vermaledeite Grillsoße. Ähnliches hatten wir mit der Kabarettistin Lisa Eckert, die in ihrer Rolle mit rassistischen und antisemitischen Stereotypen hantiert. Ist das bei Somuncu und Eckert, ist da eine Grenze überschritten oder die nicht überschritten werden sollte? Oder ist das bei der Kunstform Satire dann doch was anderes, Anna? Also ich finde, bei Serdar ist da eine klare Grenze überschritten worden. Und zu den Punkten, die vorhin von meinen VorrednerInnen genannt worden sind, würde ich auch gerne darauf eingehen. Ich finde dieses so, wir müssen in alle Richtungen austeilen dürfen, obwohl noch nicht alle die gleiche Teilhabe und gleiche Repräsentation haben, viel zu verkürzt. Warum dieser Drang, über alle Witze zu machen, wenn wir alle noch nicht... Aus meiner Sicht geht das nur, wenn wir wirklich auch alle gleich behandelt werden. Ich habe das Gefühl, schwarze Menschen finden im deutschen Fernsehen, wenn überhaupt, dann nur als Kriminelle, als Stereotypen statt oder eben als irgendwelche schlechten Pointen, wenn ich das so sagen kann. Wenn das, solange das noch so ist, können wir dann nicht verlangen, ah ja, aber über Schwarze sollte man auch Witze machen können. Möchte jemand was dazu sagen? Ja, ich stimme dem völlig zu und ich möchte auch noch was dazu sagen, was Florian gerade gesagt hat. Natürlich kannst du Witze und darfst du Witze über alle machen und über alles machen. Die Frage ist erstens, warum möchtest du unbedingt Witze über die machen? Und zweitens, was ich viel entscheidender finde, wenn du zum Beispiel Witze über Menschen mit Behinderung machst, warum denn immer über die Behinderung? So wahnsinnig witzig sind zum Beispiel Rollstühle ja gar nicht. Also du kannst ja auch mal einen Witz über den Menschen machen. Also wenn einem zu Witzen über Menschen mit Behinderung immer nur die Behinderung einfällt, dann spiegelt sich darin natürlich auch wieder, dass man den Menschen gar nicht als Menschen wahrnimmt, sondern nur die Behinderung. Und wenn man jetzt Witze über schwarze Menschen machen möchte, dann verstehe ich nicht, warum. Also wenn ich jetzt Witze über Anna Duchimé machen möchte, warum mache ich dann nicht Witze über sie oder Witze über Leute, die Anna heißen? Was weiß ich, die werden wenigstens nicht diskriminiert. Also mich langweilt das tatsächlich auch wahnsinnig. Ich finde es einfach nicht witzig, ich finde es langweilig, ich finde es unoriginell und es reproduziert halt auch Dinge, die wir tatsächlich nicht unbedingt reproduzieren sollten. Stimme ich völlig zu. Ich selbst muss sagen, ich habe auch noch keinen Witz über behinderte Menschen gemacht. Mir ging es um eine Verteidigung eines Grundprinzips. Natürlich ist es völlig sinnlos, sich über Menschen im Rollstuhl lustig zu machen und darüber lustig blöde Witze zu machen über Rollstuhlfahrer. Natürlich, darum geht es mir ja auch gar nicht. Es ist genau wie ich überhaupt keinen Sinn drin sehe, mich über schwarze Menschen lustig zu machen, weil sie schwarz sind. Das würde ich zutiefst ablehnen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, was für einen Zweck verfolge ich, was möchte ich aussagen, was ist das Ziel meiner Satire. Wenn ich nur einen Witz über jemanden mache, weil er in einer bestimmten Art und Weise aussieht oder spricht, dann ist es keine Satire, dann ist es mehr oder weniger guter Quatsch.
Und es trifft mehr oder weniger die Richtigen. Das hat mit Satire aber nichts zu tun. Satire hat ja immer ein Ziel, in irgendeiner Form einen gesellschaftlichen Missstand aufzudecken und nicht sich über Leute lustig zu machen, weil sie in einer bestimmten Art und Weise reden oder aussehen. Also das ist für mich nicht Satire. Und das hat auch nichts mit dem Grundprinzip der Verteidigung zu tun, dass jeder prinzipiell dann gleichberechtigt ist, wenn man sich auch über ihn oder sie lustig macht. Aber dann ist es eine Frage der Art und Weise, was man sagt und wie man es sagt. Dann entscheidet sich, ob es gute oder vermaledeite Satire ist. Und jeder Witz um seiner selbst willen ist schlechte Satire, vor allem, wenn es dann noch gegen Menschen geht, die sowieso ausgegrenzt sind. Da sind wir uns ja völlig einig. Aber da sind vielleicht... Anna dazu, bitte. Ja. Um daran vielleicht ein bisschen anzuknüpfen, deshalb fand ich auch die Frage so tendenziös und die hat mich auch ein bisschen verärgert, ehrlich gesagt, darf Satire rassistisch sein? Warum in aller Welt würde Satire rassistisch sein wollen? Welcher Missstand, was ja gerade Florian gesagt hat, welcher Missstand wird denn dann kritisiert, wenn Satire rassistisch ist? Also das macht irgendwie für mich überhaupt gar keinen Sinn. Satire spielt... Nee, ich würde mal, Florian, nee, gerne, bitte immer Florian, gerne. Du hast völlig recht, Satire darf nicht rassistisch sein. Was es allerdings als Prinzip in der Satire gibt, ist, sich selbst im Sinne eines aufklärerischen Gedankens zu seinem eigenen Gegner zu machen. Das heißt, in irgendeiner Form in eine Rolle zu schlüpfen, ob verkleidet oder nicht, völlig egal, und die Position des Gegners zu übernehmen, das Publikum damit zu irritieren und dem Publikum beispielsweise seine eigenen Stereotype und Rassismen vorzuführen. Und dann ist es prinzipiell auch möglich, rassistische Thesen in diese Nummer, in diese Rede mit einzubeziehen, aber mit dem ganz klaren und am Ende eindeutigen Ziel, sie zu identifizieren und zu kritisieren. Aber wir kommen nicht immer nur weiter, wenn wir darüber reden, wie schlimm Dinge sind, sondern häufig geht es auch darum, das Publikum da zu packen, wo es selbst steht und den Leuten das vorzuführen, was in ihnen selbst ist, was sie aber gerade im Kabarett glauben, veräußern zu können und zu sagen, das sind ja die anderen, wir sind ja hier im Raum der Guten. Und dieses Gutsein mit dieser Technik zu durchbrechen und dabei auch rassistische Stereotype vorzuführen, das finde ich richtig. Aber entscheidend ist, am Ende darf nie der Eindruck des Rassismus stehen bleiben, sondern es muss ganz klar sein, dass es um seine Abschaffung geht und dass hier lediglich ein anderes Stilmittel verwendet. Da Florian die Stereotype anspricht, Anna, bitte, ich versuche einfach nochmal gleich eine Frage zu stellen, aber dann bitte nochmal. Nur ganz kurz, aber dann habe ich bislang, also das, was Florian gerade beschrieben hat, ist der Idealzustand, das habe ich aber bisher noch nicht gesehen. Wir bleiben immer nur dabei, dass wir schädliche Stereotypen reproduzieren und kommen gar nicht so weit, dass wir das wirklich kritisieren. Also der Eindruck ist zumindest so bei mir entstanden. Satire spielt, das hat Florian gesagt, mit Stereotypen. In den USA gibt es Diskussionen um den Inder Apu bei den Simpsons. Es gibt indischstämmige Menschen, die ärgern sich über das dargestellte indische Stereotyp. Jan Böhmermann hat bei seinem Gesicht über Erdogan auch das ein oder andere Klischee über Türken bedient. Viele Menschen mit türkischer Familie fühlten sich angegriffen. Ich weiß, mich hat ein Taxifahrer tatsächlich mal angesprochen, als ich sagte, ich fahre zu einer Fernsehsendung. Da sagte der zu mir, kennst du eigentlich diesen Böhmermann? Weil ich kannte den bisher nicht, aber der sagt irgendwie, Türken sind Ziegen. Er hat, das ist das, was Dieter Nuhr angesprochen hat, verkürzt, total verkürzt wahrgenommen, aber fühlte sich natürlich rassistisch beleidigt, aus seiner Sicht ja dann auch zu Recht. Also sollten wir solche Comicfiguren und Gedichte dann lieber weglassen, weil sie halt verkürzt manchmal wahrgenommen werden und dann werden Leute verletzt? Ich glaube, um mal auf die Frage zu antworten, es war so ein Moment der Stille und dachte ich, sag ich mal was. Ich glaube, die Frage, die dem zugrunde, also die wir uns eigentlich stellen sollten, ist eben nicht, was darf Satire? Die haben wir beantwortet. Satire darf erstmal alles, was wir als Menschen dürfen. Die Frage ist nicht so interessant. Und wir diskutieren aber wahnsinnig viel darüber. Nämlich, dürfen wir trotzdem noch solche Gedichte schreiben? Ja, dürfen wir. Okay. Die Frage, die wir es uns stellen sollten... Es geht ja um eine Bewertung mit dürfen eigentlich in dem Fall. Ja, genau. Klar. Aber die Frage, die wir stellen sollten und die viel interessanter ist, gerade für uns, die wir Satire machen, was muss Satire? Was soll Satire? Was für einen Anspruch haben wir an unsere Satire? Und wenn wir über dieses Gedicht sprechen von Jan Böhmermann, ich fand das so mittelgelungen, also auch als Gedicht, aber jetzt auch inhaltlich. Es war so, ich fand genau die Reproduktion der Stereotype nämlich
nicht gelungen. Ich habe aber natürlich verstanden, dass es einen Kontext hatte und dass er genau das letztlich damit aufzeigen wollte. Ich fand es trotzdem so mittel. Und diese Bewertung, so mittel ist ja immer die schlimmste Bewertung von allen, ne? Aber diese Bewertung, die ist ja interessanter als die Frage, durfte das Gedicht überhaupt geschrieben werden? Natürlich durfte es geschrieben werden und Menschen dürfen das dann kritisieren. Aber Menschen, die es verkürzt wahrnehmen, sind dann verletzt. Und da ist die Frage, wo fängt da die Sensibilität an? Vielleicht an Anna und dann an Dieter Nuhr, weil ich ja genau dieses Zitat gerade angesprochen habe. Ich finde, dieses Menschen, die das verkürzt wahrnehmen, ist wieder so ein bisschen eine Schuldverschiebung. Man könnte ja auch sagen, Jan Böhmermann hat da Raum für Missverständnisse gelassen, hat Stereotype über türkische Menschen reingenommen, die das Gedicht nicht gebraucht hätte. Er hätte trotzdem Erdogan kritisieren können und es auch gut machen können. Und er hat es meiner Meinung nach dadurch schlechter gemacht, indem er halt diese Stereotypen reingeholt hat. Und ich glaube, das ist halt die Aufgabe oder die Königsdisziplin, das eben so gut zu machen, dass man keinen Raum für Missverständnisse lässt. Und ich finde auch, dass Comedy und Satire ohne zu diskriminieren geht, natürlich. Man muss es halt nur wollen und eben aber auch können. Dazu Dieter Nuhr. Jetzt bin ich gerade überfordert. Sorry, ich bin jetzt gerade hier weg gewesen, weil meine Uhr geklingelt hat. Ich nochmal mit dem technischen Hinweis, die Gesprächspartner, die hier sitzen, hören sich jetzt nicht richtig gut. Also wenn wir da ein bisschen mehr Beschallung von uns hören, könnten, wäre das super. Genau, ich habe echt, das ist wirklich ein Problem jetzt. Ich habe mit der Pauschalität der ganzen Diskussion ein bisschen ein Problem. Wenn Empfindung am Ende das entscheidende Kriterium ist, dann sind wir in einer Situation, wo man Witze nur noch auf einer Abstraktionsebene machen kann, die nicht mehr mit Gesellschaft zu tun haben, weil irgendjemand wird immer verletzt sein. Witz an sich ist ein hartes Schwert. Also ein Witz macht etwas lächerlich, ein Witz hat immer auch etwas Grausames. Alles, was mit einem Witz behandelt wird, wird eben lächerlich gemacht. Das ist eine zutiefste Verletzung des Egos. Und letztendlich geht es darum, fühle ich mich als Gruppe verletzt, fühle ich mich als Einzelner verletzt, kann ein Einzelner darüber entscheiden, weil er sich schon verletzt fühlte, durfte der Witz nicht gemacht werden, entscheidet darüber eine Gruppe, wer ist die Instanz, die darüber entscheidet, wenn man Witze macht, wie viele Menschen dieser Gruppe werden verletzt, wie viele fühlen sich verletzt, wie vielen geht es hintenrum vorbei, sagen, nö, der Witz war okay. Ja, wir sind jetzt auf so einem Abstraktionslevel angelangt, wo es unheimlich schwierig wird, zu diskutieren. Um mal auf dieses konkrete Beispiel, auf die Frage zurückzukommen. Apu, der indische Kioskbesitzer ist das, glaube ich, bei den Simpsons. Ich gucke die Serie nicht. Ja, genau. Da wurde der Sprecher ausgewechselt, weil er kein Inder ist und weil er den Inder mit dem indischen Akzent gesprochen hat. Nun habe ich das damals, das ist ja auch schon ein Jahr lang her, glaube ich, mir angehört, der hat diesen indischen Dialekt eigentlich ziemlich gut getroffen, finde ich. Ich fand, dass die Figur nicht lieblos war. Ich fand, dass ich habe vor allen Dingen dann darüber nachgedacht, wie soll man noch Comics machen? Wie soll man überhaupt über Gesellschaft reden, wenn man nicht pauschalisierende Bilder erzeugt? Ich glaube, das ist ein Problem, das geht beim Comic los und endet in der Soziologie. Jede Pauschalisierung ist eine Vereinfachung und lässt sich angreifen, weil es Einzelbeispiele gibt, die nicht in diese Pauschalisierung fallen. Wenn wir reden über schwarze Menschen, wir reden über reiche Menschen, wir reden über Kartoffeln, ja, wir pauschalisieren diese Gruppen und tun denen Unrecht, die in die Pauschalisierung nicht richtig reinpassen. Aber ich frage mich, wie man über Gesellschaft noch reden kann oder wie Satire gehen sollte, wenn man nicht auch auf Pauschalisierung zurückgreift. Ich habe ein bisschen ein Problem jetzt mit der Zeit. Es kommt Anna dazu, kommt Anna, Sarah gerne. Kurz dazu, weil ich sehe, dass Sarah tatsächlich Farbe ins Gesicht bekommen hat, als sie das gerade gehört hat. Deswegen, endlich. Erstmal Anna, wirklich, du bist sehr rot geworden. Jetzt erstmal Anna dazu. Ich finde, das ist eine ganz gefährliche, oder ich nehme es mal zurück. Die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie hat mal erklärt, oder ein Konzept erklärt, das heißt The Danger of a Single Story. Und im Grunde, ganz vereinfacht, ganz weniger schlau, als sie es gesagt hat, versuche ich das mal zusammenzufassen, geht es darum, weiße Leute oder Menschen, die einer Mehrheitsgesellschaft angehören, oft repräsentiert werden über
sie oft gesprochen wird und so weiter, die werden nicht sozusagen nicht vereinfacht dargestellt. Es gibt viele verschiedene Stories über weiße Menschen. Weiße Menschen können kriminell sein, können Anwälte sein, können exzellent sein, können auch immer sein. Schwarze Menschen oder Menschen mit Behinderung werden oft, oder eben andere Minderheiten, werden oft verkürzt und vereinfacht dargestellt. Das heißt, mitunter die einzige Repräsentation von indischen Menschen ist dann Apu und vielleicht irgendwie der eine aus dieser schrecklichen ProSieben-Serie, jetzt können wir danach bleiben. Und das ist die Gefahr. Wenn das die einzige Repräsentation ist und sie auch noch so schädliche Stereotype die ganze Zeit weiter verfestigt, dann haben wir ein Problem. Da kann man nicht plötzlich sagen, ja, aber das kann man ja wohl noch sagen. Es gibt keine anderen Bilder von indischen Menschen im amerikanischen Fernsehen, außer die schädlichen Stereotype. Anna, aber vielen Dank dafür. Ganz kurz, aber wirklich kurz, weil dann ist Sarah Bosetti auch dran, weil ich hänge hier sonst ja, das, durch. Ja, das Problem ist halt, dass das soll ja eine Karikatur auf eine kleinstädtische Gemeinde in den USA sein, diese Serie, wenn ich das richtig im Auge habe. Und wenn jetzt die Alternative wäre, dass der Inder nicht wiedererkennbar vorkommt, das ist klar, er kommt mit dem Klischee vor, so wie in Asterix die Goten ein Klischee haben, die Römer ein Klischee haben und so weiter. Und die Alternative wäre, ihn auszuschließen oder ihn eben als Figur zu behandeln, die mit der indischen Gemeinde nichts zu tun hat. Das ist klein, ja, das ist das Problem an der Sache, ist, dass der Comic so nicht mehr möglich ist, ja. Und ich sehe das Problem, ich sehe deinen Punkt absolut. Ich weiß, dass das verfestigend ist, das ist mir klar, dass es die Klischeebilder von einzelnen gesellschaftlichen Gruppen verfestigt werden. Und ich sehe nur nicht, wie Humor dann noch möglich sein soll, wenn er versucht, Klischees zu vermeiden. Das ist das, was ich sagen will. Humor hat immer etwas mit einem Klischee zu tun. Soziologie hat immer etwas mit einer Pauschalisierung von gesellschaftlichen Gruppen zu tun. Das war mein Punkt. Ich will nicht verteidigen, dass einzelne gesellschaftliche Gruppen mit negativen Pauschalisierungen sozusagen in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Es ist nur sehr schwierig, will ich sagen, ohne Pauschalisierung und ohne Klischees über die Runden zu kommen, wenn man Gesellschaft beschreibt. Sarah, ich habe dir versprochen, dass du rankommst, deswegen kommst du jetzt ran und dann komme ich aber schon zur Abschlussfrage an Anna. Okay, ich würde nur ganz, ganz kurz gerne zwei Sachen dazu sagen. Hab mich vielleicht schlecht auch drei, ich zähle gar nicht mit. Jetzt habe ich alle vergessen. Also erstens würde ich gerne ganz klar sagen, dass es nicht deine und nicht meine Entscheidung ist, ob das okay ist, wie diese Figur dargestellt wird. Wir sind einfach komplett die Falschen, darüber zu diskutieren. Das ist einfach nicht unsere Kompetenz. Zweitens, du sagst, wir brauchen, also immer wenn man pauschalisiert, gibt es dieses Problem. Problemlösung wäre natürlich weniger zu pauschalisieren. Mhm. Und drittens, also jetzt nur an diesem ganz konkreten Fall, ich kenne diese Figur jetzt nicht so genau, ich weiß nicht, was da so passiert, aber es wäre ja durchaus möglich, dass der zum Beispiel, dass es eben nicht nur einen Menschen gibt, sondern dass der dann eine Familie hat oder so und dann könnte er auch in einer anderen Rolle auftreten, zum Beispiel als Vater, zum Beispiel als Ehemann, denn er hat ja auch im echten Leben eine andere Rolle. Um die Simpsons zu verteidigen, macht er. Okay, gut, er hat ja auch im echten Leben eine andere Rolle, als nur der Inder zu sein. Und das kann man auch ohne die Realität zu verfälschen oder was immer du gerade meintest, trotz allem darstellen. Und dann ist man schon weg vom Klischee. So schwierig ist es nicht. Und du kannst mir nicht sagen, dass es dann nicht witzig sein kann. Bin ich der Letzte, der dagegen reden würde, ehrlich gesagt. Jetzt nochmal Anna und dann habe ich eine Abschlussfrage noch an Anna. Genau, ich wollte nur ganz kurz ergänzen, die Alternative ist nicht, die Figur von Apu rauszuschreiben. Die Alternative ist, Apu nicht so eindimensional zu schreiben, mehrschichtig, facettenreicher, um alles zu erlauben, dass auch Homer Simpson hat als Figur. Ich weiß nicht, ob er das hat, ehrlich gesagt. Das ist so lustig. Ich dachte, ich nehme diese zwei Beispiele. Ich nehme Böhmermann und ich nehme Apu und alle werden über Böhmermann reden und jetzt reden alle über Apu. Damit hatte ich gar nicht gerechnet, zumal viele oder fast alle, die hier reden, die Serie gar nicht kennen, außer mir offenbar. Ich habe zum Abschluss an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute immer die gleiche Frage und deswegen jetzt auch an Anna eine sehr offene Frage. Was wünschen Sie dem Satire-Standort Deutschland? Satire-Standort, okay. Wie viel Zeit haben wir denn? Ich habe sehr viele Wünsche. Also, ich glaube, dass wir den Satire-Tisch, sagen wir mal, einfach größer machen sollten. Mehr Leute, mehr Teilhabe,
mehr Perspektiven heißt für mich mehr Witze und mehr Unterhaltung. Und ich weiß nicht, warum man sich dem verwehren sollte. Alle reden über Denkverbote und Sprachverbote, aber wir reden nicht darüber, was wir gewinnen würden, wenn Satire ein bisschen inklusiver wäre. Und ja, so schwer kann es nicht sein. Das, vielen Dank für diesen sehr schönen Wunsch. Ich möchte allen das Browser-Ballett ans Herz legen. Falls Sie den linearen Sendungstermin im Fernsehen verpassen, können Sie natürlich alles auch online sehen in der ARD-Mediathek oder bei YouTube. Anna, vielen Dank. Dankeschön. Wir klappern heute hier verschiedene Themen ab und haben dazu immer verschiedene Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Jetzt holen wir einen Autor dazu, da ist er schon. Er ist Kolumnist bei der Zeit und dem Tagesspiegel. Auf Radio 1 macht er sich wöchentlich Gedanken zu politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Alltäglichkeiten. Ich freue mich auf Harald Martenstein. Hallo. Hallo in die Runde. Und jetzt für alle, die es auf radio1.de im Videostream sehen oder jetzt zu später Stunde im RBB-Fernsehen, ist das da oben ein Laufstall oder was ist das? Das da oben ist mein Hochbett. Ach, okay. Darüber habe ich schon mal geschrieben, dass ich im fortgeschrittenen Lebensalter so blöd war, mir einen Studententraum zu erfüllen, nämlich ein Hochbett zu besitzen. Das hat sich als Fehlentscheidung herausgestellt. Da ist es wahnsinnig heiß da oben und ich bin auch nicht mehr so wirklich in dem Alter. Gut, sollte auch nur der kurze Einstieg sein. Ich habe über Sie die Beschreibung gelesen, dass Sie sich als liberalen Kämpfer gegen die Cancel Culture sehen. Was ist das für eine Kultur? Was wurde in den letzten Jahren gecancelt? Also Kämpfer, ich weiß nicht, ob ich wirklich ein Kämpfer bin. Dazu bin ich wahrscheinlich gar nicht geeignet. Aber politische Korrektheit ist ja was völlig anderes als Cancel Culture. Mit politischer Korrektheit kann ich mich bis zu einem gewissen Punkt anfreunden. Ich finde, dass dahinter letztlich nichts anderes steht als die alte Regel, man soll höflich miteinander umgehen, man soll sich nicht unnötig verletzen, man soll freundlich sein. Das bedeutet es für mich und dahinter stehe ich auch. Ich halte auch Tabus in gewissem Umfang für sinnvoll. Cancel Culture bedeutet, dass Leute nicht mehr auftreten sollen, dass sie verschwinden sollen aus dem öffentlichen Diskurs. Und das halte ich für sehr stark. Ich habe es schon gesagt, Sarah Bosetti, die Frage geht an dich, dass ich von einer Hörerin gebeten wurde, die dann nur auszuladen. In der Diskussion um den Sumuncu-Schröder-Podcast wurde die Entlassung von Schröder und Sumuncu gefordert. Es gab sogar die Forderung nach der Einstellung von Radio 1. Wenn Menschen sich über deine Texte ärgern, wirst du beleidigt und bedroht. Das ist schon nochmal eine Kategorie drüber. Leider mischen bei der Kritik, finde ich inzwischen, nicht bei der Bedrohung, aber bei der Kritik sogar Journalistinnen und Journalisten mit, die sich eher als Aktivisten sehen und auch Abschaffung oder Einstellungen von einzelnen Sendungen fordern. Warum gibt es so selten sachliche Diskussionen? Weil man darf ja deine Texte und die von Schröder, Martenstein und nur schlecht finden, ohne zu drohen und zu brüllen. Ja, die Frage ist jetzt, warum warum das so schwer ist, offenbar sachliche Kritik zu äußern. Weil man kann jede Sendung von Dieter nur abgrundtief schlecht finden und trotzdem nicht die Einstellung fordern. Man kann jedes deiner Videos, was auf radio1.de steht, ja furchtbar finden, aber man muss es ja deswegen nicht abschaffen oder canceln. Ja, also ich finde die Gleichsetzung erstmal ein bisschen schwierig, weil ich finde es tatsächlich einen großen Unterschied, ob Leute irgendwie nach einem Auftritt sagen, man soll mir den Kopf abschneiden oder ob jemand sagt, man sollte diese Sendung nicht mehr machen. Das meinte ich ja, dass das nochmal eine Stufe drüber das ist. Okay, aber du hast es halt trotzdem irgendwie in einem Atemzug gesagt und ich verstehe die Gleichsetzung nicht ganz. Also du sprichst über Emotionalität, das verstehe ich. Ich finde Emotionalität erstmal aber gar nichts Schlechtes. Und auch da ist es wie in all unseren gesellschaftlichen Diskussionen natürlich so, dass man die Lauten am meisten hört. Also ich habe schon das Gefühl, dass sehr viel sachliche Diskussion stattfindet. Man muss nur die unsachliche natürlich einordnen. Also ich finde, ich sehe unsere gesamtgesellschaftliche Diskussionskultur gar nicht als so verloren an, ehrlich gesagt. Ich finde nur, wir konzentrieren uns manchmal so ein bisschen auf die brüllen. Mhm. Also insgesamt läuft der Diskurs in einem gesitteten Rahmen ab und es gibt ein paar, die einfach aus dem Rahmen fallen.
Ja, das verharmlost das jetzt auch ein bisschen. Ne? Es ist ein bisschen zu krass, das stimmt. Ich finde aber ehrlich gesagt, ich finde die Diskussion, inwiefern Leute in welcher Öffentlichkeit auftreten sollten, ne? Erstmal ja keine falsche Diskussion. Dass die falsch und zu krass geführt wird, okay, zu einseitig, zu pauschalisierend, zu plakativ, okay. Aber ich finde, darüber kann man reden und ich finde, das ist was komplett anderes als Hasskommentare. Dann, gut. Ich finde auch, also ja. Möchte ich nur kurz sagen, also ich finde die Frage, ob Leute in welchem Rahmen auftreten sollten, insofern relevant, als dass auch da die Frage mitschwingt, wem will man eine wie große Plattform geben und welchen Aussagen möchte man eine wie große Plattform geben. Mhm. Also Anna Dushima hat das ja eben, sie ist jetzt leider nicht mehr dabei, aber auch gesagt, es gibt halt gesellschaftliche Gruppen, die in einem sehr, sehr unterschiedlichen Maß repräsentiert werden in den Medien. Und dann finde ich diese Frage erstmal keine falsche. Und ich finde, das hat mit Cancel Culture überhaupt gar nichts zu tun. Ich glaube ja nicht, dass Cancel Culture existiert. Die Frage gebe ich jetzt als erstes an Florian Schröder und dann, wer möchte. Ich habe ein schönes Beispiel für Cancel Culture. Es war 1986. Lisa Eckhart. Es war 1986, die Satiresendung Scheibenwischer sendet einen Sketch von Lisa Fitz. Es war nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl und ging um den verstrahlten Großvater. Der war im Rollstuhl 4 Stunden lang im Regen vergessen worden. Und Fitz fragt bei der Strahlenschutzkommission nach, ob man ihn als Sondermüll entsorgen müsste. Der Bayerische Rundfunk klinkte sich aus der Sendung im Ersten aus. Sie wurde für das bayerische Publikum in dem Fall tatsächlich gecancelt. Ist laute, auch unsachliche Kritik, Florian, die Frage an dich, in den sozialen Netzwerken im Vergleich nicht verkraftbar, solange die Entscheidungsträger den Schröder, die Busetti, den Noor und den Martenstein weitermachen lassen? Ja, damit muss man umgehen. Also ich finde zunächst mal ganz grundsätzlich, und da hat Sarah völlig recht, ist das Problem der Hass und was der Punkt ist, wo vielleicht beides zusammenhängt, der viel dramatischere Hass als der Wunsch nach dem sozialen Tod eines Protagonisten, was mit beidem zusammenhängt, ist, dass wir vielleicht bedingt durch die sozialen Medien, aber sicher nicht nur, offensichtlich umgeschaltet haben von Reflexion auf Reflex. Also es hat uns in der Entwicklungsgeschichte des Menschen lange Zeit gebraucht, um zur Reflexion durchzudringen. Und heute reichen 280 Zeichen, um diese Errungenschaft rückgängig zu machen. Und ich glaube schon, dass ein Grundproblem der Gegenwart eine massive Emotionalisierung ist und dass es immer letztlich in einer fast schon egozentrischen Art und Weise auf ganz vielen Seiten darum geht, das, was mir nicht gefällt, das möchte ich nicht hören, das soll weg. Das darf nicht existieren. Und dabei wird die ganz simple Errungenschaft vergessen, dass es in allen Medien sowohl linear als auch nicht linear die Möglichkeit gibt, auszuschalten und sich den Quatsch nicht anzuhören, der einem nicht gefällt. Und diese Emotionalisierung finde ich so frappierend, dass das Gefühl zur alles entscheidenden Instanz wird. Und das ist für mich auch eine der wichtigsten Fragen. Sind Gefühle die Grundlage dessen, was wir sehen wollen, was wir nicht sehen wollen? Und ist die Überemotionalisierung vielleicht auch letztlich eine Antwort auf ein Grundgefühl der Überforderung heute, nämlich das Grundgefühl, sich irgendwo einen sicheren Anker zu suchen? Und das ist im Zweifel, wenn nichts mehr bleibt, außer einer scheinbar endlosen Komplexität, das eigene Gefühl und die eigene Meinung. Und die eigene Meinung ist, das, was mir nicht passt, das soll nicht mehr sein. Das heißt nicht, dass es Cancel Culture gibt, aber es gibt eine massive Verengung dessen, was wir annehmen, was wir aushalten wollen, vielleicht auch aushalten müssen und was wir diskutieren wollen. Und stattdessen wird eben reflexhaft geschrien. Und das macht mich in erster Linie traurig, weil ich denke, wir könnten über die gleichen Fragen viel produktivere Diskussionen führen. Florian Schröder und Sarah Busetti sagen im weitesten Sinne, es gibt keine Cancel Culture, sehen das Harald Martenstein und die da nur anders. Also, wenn ich was sagen darf dazu. Zu behaupten, dass es das nicht gäbe, sind die ein bisschen grollig. Ja? Ich meine, die Forderung danach, dass Leute verschwinden sollen und die eine oder andere Veranstaltung, die nicht stattfinden durfte, die hat es ja gegeben. Also das ist ein einigermaßen akademischer Sprach, jetzt gesagt hat, gibt es einfach nicht, weil wir es nicht gern hören. Lassen Sie mich was Grundsätzliches sagen. Ich glaube, wenn sich nach einem Witz oder nach einer satirischen Darbietung niemand verletzt fühlen darf, verärgert fühlen darf, dann kann es das in Zukunft eben nicht mehr geben. Dann gibt es keinen Humor mehr.
Das wäre schade, wir würden den vermissen. Und was mir auffällt in der letzten Zeit ist, dass der Kontext überhaupt keine Berücksichtigung mehr findet. Ich will, damit es konkret wird, mal ein Klassiker in die Debatte einbringen, von Gerhard Polt, einem wunderbaren Kabarettisten. Da gab es eine Nummer um eine Asiatin namens Mai Ling, eine Frau, die der von Polt dargestellte Charakter sich angeblich hat kommen lassen aus Asien, hat er sie gekauft irgendwie. Und wenn er da auf der Bühne saß, saß sehr oft eine asiatische Frau neben ihm und musste sich das anhören. Der sagte schreckliche, sexistische, rassistische Sachen. Er verglich die Frau auch irgendwo mit einem Schäferhund. Und diese Nummer war deswegen so wirkungsvoll und ist zum Klassiker geworden, weil sie uneindeutig war. Ich habe hier vorhin in der Debatte mal das Wort Eindeutigkeit gehört. Eindeutige Kunst ist fast immer langweilig und agitprop. Diese Polt-Figur wirkte in ihrer Jovialität sogar ein bisschen sympathisch. Und genau das machte die Wirkung dieser Nummer aus. Und die Leute, die da im Publikum saßen, die spürten irgendwo, vor allem die Männer natürlich, die spürten irgendwo eine gewisse Nähe zu dieser Figur, hörten in sich hinein und merkten manchmal, dass sie was von dem in sich haben. Das machte die Sache so stark. Also eindeutige Kunst ist agitprop und langweilig. Und etwas, was Satire und Humor auf keinen Fall sein darf, ist langweilig. Das darf Satire wirklich nicht sein. Und Elisa Eckert war ja ein ganz ähnlicher Fall, als ihr der Antisemitismus vorgeworfen wurde. Das war auch eine Kunstfigur. Und man beurteilt die ganze Sache völlig anders, je nachdem, ob man irgendwo im Netz, auf Twitter oder so, einen aus dem Zusammenhang gerissenen Satz zur Kenntnis nimmt oder ob man sich das Ganze anschaut. Ich kann es auch nicht so. Das möchte ich sagen. Der Hinweis an Florian Schröder, ich habe gesehen, dass er sich gemeldet hat. Es melden sich halt alle und ich hatte Dieter nur versprochen, dass er dran ist. Dann Sarah Bosetti und dann Florian Schröder. Harald sagt, was für mich sehr, sehr wichtig ist, dass Kunst die Aufgabe hat, nicht eine Botschaft rüberzubringen, eine klare, sondern dass es darum geht, Irritationen, Verstörungen zu erzeugen. Das ist völlig richtig. Das heißt, in der Kunst der Satire werden häufig Klischees verarbeitet mit dem Ziel, eine Wirkung im Kopf zu erzeugen, die auf Verstörung ausgesetzt ist. Das ist bei Lisa Eckert natürlich das zentrale Ding, was sie im Kopf hat, wenn sie auf der Bühne steht. Verstörende Pauschalisierungen aufeinander zu treiben, gegeneinander zu treiben und damit Denkprozesse auszulösen, die offen sind. Es geht nicht um ideologische Indoktrination, sondern es geht darum, Denkprozesse auszulösen. Das ist mir erstmal schon sehr wichtig. Ich bin auch bei Harald Martenstein bei der Sache mit der Cancel Culture. Natürlich gibt es Cancel Culture, das ist überhaupt keine Frage. Sie wird nicht auf Bühnen ausgeübt oder da am allerwenigsten, wenn jemand ausgeladen wird, dann ist das auch eine redaktionelle Entscheidung. Das muss man völlig respektieren. Das finde ich völlig in Ordnung. Mir geht es darum, dass bestimmte Diskussionen nicht mehr geführt werden können, wenn zum Beispiel an der Universität, an der Goethe-Universität in Frankfurt versucht wird, Veranstaltungen einer Professorin zu verhindern zum Thema, ist das Kopftuch Ausdruck weiblicher Unterdrückung oder völlig ergebnisoffene Diskussion und da wird schon die Fragestellung an sich als Rassismus deklariert und dann wird die Veranstaltung, kann nicht stattfinden, dann ist das selbstverständlich Cancel Culture. Cancel Culture gibt es an allen Ecken, auch natürlich. Die Forderung, meine Sendung abzusetzen, die ja aller Orten kommt, ist natürlich auch eine Form des Ausdrucks von Cancel Culture, dass man das nicht erträgt, dass jemand eine andere Meinung vorträgt als die eigene. Oder vielleicht eine andere Haltung zu Wirtschaft und Gesellschaft hat, dann das ein beliebtes Argument ist, es gibt keine Cancel Culture, weil ich sende ja noch. Und das ist so lustig, oder Harald Martenstein schreibt noch, ja. Und das ist so lustig, dass man sagt, Cancel Culture gibt es nicht bloß, weil sie in vielen Fällen scheitert. Ja? Das Scheitern ist kein Beleg dafür, dass es etwas nicht gibt. Natürlich gibt es reihenweise Versuche, andere Meinungen abzuwürgen in diesem Land, weil man mit der geistigen Verstörung nicht mehr bereit ist zu leben. Und das hat ganz sicher damit zu tun, mit dem, was Florian sagt, mit der Kastration der Meinungsäußerung auf 280 Zeichen.
Ja, damit hat das zu tun, dass wir nicht mehr gewöhnt sind, Gegenpositionen über 280 Zeichen zu ertragen. Sarah Bosetti dazu. Also erstens, ich weiß nicht, ob der Begriff Eindeutigkeit tatsächlich gefallen ist. Ich weiß es nicht, aber für mich ist jede Form von Kunst Kommunikation, eben auch Satire. Und jetzt zu sagen, bloß weil dieser Akt der Kommunikation komplexer ist, als wenn einfach nur ein Mensch mit einem anderen Menschen spricht, entbindet uns nicht von der moralischen Pflicht, darüber nachzudenken, was wir da wie kommunizieren. Ja, natürlich. Und zweitens, ich finde es ganz lustig, wie ihr so ein bisschen großväterlich lacht über den Satz, Cancel Culture existiert nicht. Niemand hat gesagt, auch ich nicht, dass es keine Menschen gibt, die deine Sendung absetzen wollen. Natürlich gibt es die. Natürlich gibt es. Es gibt auch Leute, die mir den Kopf abschneiden wollen. Natürlich gibt es die. Aber würde ich auch als einen Ausdruck von Cancel Culture bezeichnen, ja, wenn ja, jemand dann würde ich auch mit will. Der Arbeit aufhören ja. danach. Wahrscheinlich. Vielleicht nicht, aber wahrscheinlich. Aber der Irrglaube liegt darin, zu glauben, das sei eine Kultur, dass dieser Vorgang besitze irgendeine Macht. Denn du sendest ja noch. Und du sendest, ich möchte das nur noch mal betonen, einmal die Woche im Hauptprogramm der ARD und das gucken, glaube ich, jedes Mal 2 Millionen Leute oder so. Habe ich ja gerade gesagt, Lisa dass Eckhardt, das Scheitern des Canceln kein Beweis weiß, dafür ist, dass es den Versuch nicht gibt. Und ich habe gesagt, ja, doch ist es. Genau das ist ein Beweis dafür, dass das kein mächtiges Instrument ist. Das sind Leute, die sagen, setz die Sendung ab. Das sind einzelne Leute, die sagen, setz die Sendung ab. Das ist irgendwie, das sind ein paar Leute auf Twitter, die sich aufregen. Das hat keine Macht. Also es gibt diesen Begriff ja in anderen Zusammenhängen, so Rape Culture zum Beispiel. Ne? Das ist irgendwie was gesamtgesellschaftlich ein Problem ist und Menschen unterdrückt. Cancel Culture ist nichts, das gesamtgesellschaftlich ein Problem ist und Menschen unterdrückt. Sonst bist du ein extrem unterdrückter Künstler, der einmal die Woche zu 2 Millionen Leuten sprechen darf. Lisa Eckhardt ist eine extrem unterdrückte Künstlerin, die, glaube ich, auch so ziemlich in jeder Sendung zu Gast ist und sehr, sehr öffentlich wahrgenommen wird. Ne? Ja. Nicht zu Unrecht. Also ich bin absolut dagegen, deine Sendung abzusetzen, verstehe mich nicht falsch. Aber es gibt keine Cancel Culture, bloß weil es Leute gibt, die gerne irgendwelche Leute nicht mehr hören. Die dann nur kurz dazu und ja, weil ich glaube, dass wir eine andere Vorstellung von dem haben, was Cancel Culture ist. Cancel Culture ist nicht, wenn meine Sendung abgesagt ist, sondern Cancel Culture funktioniert heute anders. Cancel Culture funktioniert mit der sozialen Zerstörung von Menschen, mit der Sozialvernichtung von Menschen. Ja? Es wird einfach dein Bild in der Öffentlichkeit zerstört mit falscher Zuordnung von Etiketten. So, wenn ich als rechts bezeichnet werde oder als Rassist, dann dient das Ganze selbstverständlich der Cancel Culture. Es soll mich als soziale Person zerstören. Und das ist ein Versuch, der gar nicht ohne Macht ist. Das ist ein Versuch, der über Twitter und über die sozialen Medien jeden Tag funktioniert. Deswegen mein Bild in der Öffentlichkeit ja ist fremdgesteuert und ist bestimmt im Moment über weite Teile durch Cancel Culture. Das ist aber wirklich erstaunlich, weil damit legst du wieder wirklich jegliche Verantwortung ab für das, was du sagst. Also du hast gerade gesagt, du wirst als Rassist gesehen. Du hast gerade gesagt, du wirst als Rassist gesehen. Und es gab ja einen ganz konkreten Fall, in dem das passiert ist. Und ich weiß nicht, ob da Leute zu wenig gesehen haben, ob ich da zu wenig gesehen habe. Absolut, 30 Sekunden sind kursiert im Netz. Ja. Kein Mensch hat die ganze Nummer gesehen. Es war eine 8-Minuten-Nummer über Donald Trump und ein beiläufiger Satz über einen Buchtitel. Gut, dann muss ich das jetzt kurz einwerfen. Nein, weil wir haben da einen kurzen Ausschnitt. Es geht um das Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice Hasters. Das Buch, glaube ich, sagte Dieter Nuhr, hat er am Flughafen im Vorbeigehen gesehen. Dieser Titel sei reißerisch und rassistisch, weil er Weißen aufgrund ihrer Hautfarbe automatisch Rassismus unterstelle. In den USA sei das Buch ein Riesenrenner gewesen. Nun ist das Buch in den USA nicht erschienen. Dafür hat er auch schon Entschuldigung gebeten. Da ist ein Absatz rausgefallen aus dem Text. Ja, und der Anschluss war falsch. Und die Autorin Alice Hasters sagte im ersten Teil, das ist ja hier nur der Talk, ist ja nur die Fortsetzung einer Interviewsendung, die wir vorher hatten, nämlich 2 auf 1 auf Radio 1. Die Autorin Alice Hasters sagte im ersten Teil unseres großen Satire-Themas auf Radio 1 dazu Folgendes. Ich hätte mir gewünscht, Dieter Nuhr hätte dieses Buch auch aufgeschlagen, weil ich da viele Dinge, die er gesagt hat in der ARD-Sendung, die hätte er gar nicht sagen müssen, weil ich das eigentlich schon geduldig erkläre in dem Buch. Also es ist nicht, ich will nicht spalten, ich will eigentlich gerade genau das Gegenteil mit dem Buch. Was ich sofort unterschreiben würde, weil es war ja mein Argument, dass der Buchtitel, was Weiße nicht über Rassismus wissen wollen, meines Erachtens eine
eine pauschale Beurteilung dessen, was man, wenn man weiße Hautfarbe ist, denkt. Ja, also das heißt, es wird der Hautfarbe eine bestimmte Denkart zugeordnet. Da habe ich in der Sendung gesagt, und das war der Inhalt, das war der komplette Inhalt dessen, was ich gesagt habe, dass es, glaube ich, nicht zielführend ist, in einem Buchtitel quasi gleich schon wieder festzulegen, dass mit der Hautfarbe eine gewisse Haltung verbunden sein müsste. So, das war mein Satz, der aus einer 8-Minuten-Nummer herausgenommen wurde, die sich um Donald Trump und seinen Rassismus drehte. Und daraus wäre niemals diese Rassismusnummer entstanden, wenn die Leute die 8-Minuten-Nummer gesehen hätten. Selbstverständlich haben sie das nicht. Sie haben nur diese 30 Sekunden gesehen, haben sie gesehen, alter weißer Mann regt sich über Buchtitel von schwarzer Autorin auf. Und das meine ich mit Cancel Culture, dass in der Tat man verkürzt etikettiert wird und dass damit versucht wird, die soziale Person unmöglich zu machen. Ja, und dass das existiert, darüber kann man gar nicht diskutieren, weil das ist Fakt. Liebe Sache, ich muss den Florian, der sitzt schon so lange da und wartet. Und der Harald Martenstein auch. Und die Frage kommt noch, ja? Okay. Gut, dann erst Florian und dann Harald Martenstein. Also ich würde zwei Dinge sagen. Ich würde auch niemals leugnen, dass es sowas wie Cancel Culture gibt. Das sehen wir ja immer wieder. Ich bin nur vorsichtig mit der Etikettierung, weil ich den Begriff so sehr schreiend finde und weil ich glaube, dass er auch nochmal andere Zustände beschreibt, wie sie beispielsweise in den USA herrschen, wo die Situation viel heftiger, viel dramatischer ist, wo die Versuche, Menschen zum Schweigen zu bringen, egal welcher Richtung, noch viel in krasserem Maß und dramatischer erfolgreich sind. Ich würde eher sprechen von dem Versuch, den sozialen Tod eines Menschen herbeizuführen. Und das ist auch eine Gemengelage, die mir unheimlich ist. Und daneben erscheint mir wirklich ein Problem, die Eindeutigkeit zu sein. Also es gibt eine ganz fatale Sehnsucht, dass Kunst heute eindeutig sein muss. Und da bin ich sehr nah bei Harald Martenstein. Das ist ein Grundproblem. Und das gilt nicht nur für die Satire, sondern für ganz viele andere Kunstformen. Und in einer Zeit, in der wir mehr denn je damit konfrontiert sind, dass wir ambivalent sind und selbst als ambivalent erleben. Es kann mir keiner erzählen, dass man der Welt heute permanent eindeutig gegenübertreten kann. In diesem Moment muss doch auch eine Kunst die Möglichkeit haben, ambivalent zu sein. Das heißt, Ambivalenzen auszudrücken und nicht zu versuchen, eine Eindeutigkeit zu schaffen, die überhaupt nicht da ist und die Welt damit nicht zu öffnen, was die Aufgabe der Kunst ist, sondern eigentlich enger und kleiner zu machen. Harald Martenstein dazu. Ganz kurz, Ambivalenz ist das, was ich immer versuche herzustellen und das ist das, was in der sozialen Rezeption meiner Arbeit eben dann torpediert wird, indem immer nur eine Seite sozusagen im Internet landet, ja, und dadurch sozusagen dargestellt wird, also als hätte ich diese Ambivalenz nicht. Ambivalenz ist das größte Ziel meiner Arbeit. Harald Martenstein. Meiner auch. Was mir auffällt an dieser Sendung, ist, dass sie über weite Strecken wie ein Tribunal gegen Termin wirkt. Während gleichzeitig daran bin ich gewöhnt. Er ständig rechtfertigen, der arme Kerl. Ja? Man könnte es ja auch mal über Herrn Böhmermann sprechen. Da ist ja, gibt es ja auch Raum für Kritik. Habe ich versucht, Scheuen. Er schlägt vielleicht auch das eine oder andere Mal über die Stränge. Übrigens ist mir ein Satiriker, der hin und wieder zu weit geht, lieber als einer, der überhaupt nicht läuft. Wissen Sie, es ist so, dass keine gesellschaftliche Gruppe für sich den Anspruch stellen darf, dass man sich niemals über sie lustig macht. Man darf sich meiner Ansicht nach nicht über Eigenschaften von Menschen lustig machen, an denen sie nichts ändern können. Also Geschlecht, sexuelle Orientierung, Hautfarbe und so weiter. Humortauglich sind immer die Dinge, die man sagt oder tut. Für das, was man sagt oder tut, muss man gerade stehen und da muss man auch in der Lage sein, damit fortzuführen, dass man sich über einen lustig macht. Überhaupt herrschen viele Missverständnisse über den Humor. Humor, also das sich lustig machen über andere Menschen, bedeutet nicht, dass man diesen anderen Menschen das Existenzrecht abspricht, dass man ihn grundsätzlich niedermachen möchte.
meine Vorstellung von Humor ist, dass man übereinander lacht und in der Lage ist, sich danach auch mal die Hand zu geben. So machen wir das in Mainz, wo ich herstamme. Und die Vorstellung, ich kann es nicht ertragen, dass jemand Witze auf meine Kosten macht, finde ich befremdlich. Ein Humorist sollte sogar dazu in der Lage sein, über sich selbst Witze zu machen und seine eigene Figur komisch zu sehen. Gerade eben wurde, als ich da was gesagt hatte, wurde gesagt, ja, so großväterlich ist dieser Typ. Könnte ich jetzt sagen, naja, da habt ihr Witze gemacht, weil ich ein alter Sack bin. Ja? Und ich habe das in der Sekunde, als ich sagte, der Opa da, als ich sagte, der Opa da, habe ich mir die Frage gestellt, wie wäre es wohl gewesen, wenn es umgekehrt gekommen wäre, wenn ich über ihr Frausein einen Witz gemacht hätte. Da sind wir an einem Punkt, über den wir heute auch schon mal gesprochen haben, dass eine Gruppe, sei es eine Mehrheit, wie es bei Frauen ist, oder eine Minderheit, die unter Diskriminierung leidet, ob man das dann vergleichen kann, wenn über jemand lustig gemacht wird, der nicht unter Diskriminierung leidet. Aber erstmal nämlich eine Aussage von Harald Martenstein sehr irritiert. Also gerade als wir jetzt über Cancel Culture sprachen, hatte ich den Eindruck, dass drei Menschen der Meinung sind, es gibt die. Eine Frau ist der Meinung, es gibt die nicht. Ist das bisher ein Tribunal über die da nur, diese Sendung, die da nur? Ehrlich gesagt bin ich da ein bisschen fatalistisch, was das angeht. Ich bin das indessen gewöhnt. Ich versuche mich halt zu verteidigen und dann wird mir vorgeworfen, dass ich mich verteidige. Aber weil, also die Tribunalsituation habe ich in dem Fall gar nicht so wahrgenommen. Aber, ich finde es auch nicht so schlimm. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass es, sobald ich mich in diese Art von Diskussion bewege, ich erfahre eigentlich sehr, sehr große Zustimmung in dem Moment, wo ich mich durch die ganz normale Welt bewege, und sobald ich mich in die mediale Welt bewege, habe ich das Gefühl, ich bin mit völlig anderen Menschen konfrontiert, die meine Arbeit völlig anders betrachten. Es ist ja nicht umsonst so, dass meine Sendung quotentechnisch sehr erfolgreich ist, dass meine Tournee sehr erfolgreich war. Das sind ja nicht alles Idioten oder Leute, die nicht richtig denken können, die das gucken, sondern ich habe schon den Eindruck, dass öffentliche Wahrnehmung und veröffentlichte Meinungen da möglicherweise auseinanderklaffen. Okay. Damit muss ich leben. Leider hat die da nur nicht gesagt, dass er es nicht als Tribunal empfindet, weil ich wollte das verhindern, dass hier über irgendjemand ein Tribunal gehalten wird, aber jetzt ist er aber seit die anderen. Dann lasse ich sie hier mit und sage, nein, ich empfinde das hier nicht als Tribunal. Das Letzte, was du gesagt hast, ist ja der perfekte Beweis dafür, wie erfolglos die doch ach so mächtige Cancel Culture ist. Wir reden ja darüber, ob es sie gibt und nicht, ob sie erfolgreich ist. In Deutschland ist sie erfolgreich, glaube ich, in akademischen Kreisen. Nicht in der Comedy ist sie nicht erfolgreich, aber in akademischen Kreisen ist sie natürlich sehr erfolgreich. Ich habe zahlreiche Zuschriften von Universitätsprofessoren und Forschern und so weiter und so fort, die sagen, dass sie größte Schwierigkeiten haben, zum Beispiel, wenn es um fleischliche Ernährung geht, noch ihre Forschungsergebnisse zu publizieren, wenn sie nicht den gewünschten Ergebnissen entsprechen und so weiter und so fort. Wir haben in breiten Bereichen unserer Gesellschaft das Bedürfnis, abweichende Meinungen, die nicht dem moralisch anerkannten Mainstream entsprechen, zu canceln. Dass das in der Comedy nicht erfolgreich ist, ist ein anderes Ding. Naja, Moment. Also erstens ist das, was du jetzt gerade sagst, du bekommst Zuschriften, das ist natürlich sehr anekdotisch. Das bedeutet ja nicht, dass wir ein strukturelles Problem damit haben. Und das würde Ich schon sagen. In der Masse der Zuschriften, die ich bekommen habe, würde ich sagen, es handelt sich um ein strukturelles Problem. Ja. Hast du die alle nachgeprüft? Also dieser Begriff für mich bedeuten, dass das ein strukturelles und mächtiges Problem ist. Und das ist es einfach nicht. Das ist einfach Unsinn. Doch, ich glaube schon, dass soziale... Aber es ist doch schön, jetzt haben wir hier einen Dissens. Er ist der Meinung, ja. Aber ich möchte noch was zu diesem Tribunalthema ganz kurz sagen. Ich finde nämlich auch da die Sprache erstaunlich. Wir sprechen jetzt von einem Tribunal. Wir sprechen von sozialem Tod. Sozialer Tod. Und im nächsten Atemzug sagst du auch, mir begegnen die Leute eigentlich alle sehr freundlich. Ich habe erfolgreiche Touren, ich habe meine Sendung mit guter Quote. Wo ist da der soziale Tod? Wo ist da die große Macht des Mainstreams, die dich klein macht? Das sehe ich einfach nicht. Der Mainstream ist, glaube ich, ziemlich auf meiner Seite, glaube ich schon. Also was immer du als Mainstream bezeichnest. Mainstream ist ja heute ein Hassbegriff, der bezeichnet, ich interpretiere das jetzt mal als bürgerliche Mitte, würde ich das nennen, was ich weniger abwertend finde.
Ich rede über die sozialen Netzwerke. Da wird versucht, ich habe übrigens den Begriff Tribunal auch nicht reingebracht, aber... Weil ich übrigens auch nicht, das war Harald Martenstein, nur das, bevor wir jetzt alle angucken. Aber es geht darum, dass natürlich in den sozialen Medien massiv versucht wird, einzelne Stimmen zu unterdrücken. Das ist, Twitter ist ein Medium, aber was unterdrücken versucht, ist schon wieder so ein Wort. Ja, natürlich ist das ist doch eine große Macht. Welches Wort soll ich denn benutzen dafür? Es geht doch darum, durch Überwältigung den anderen mundtot zu machen. Bist das ist doch das Dieter Prinzip Nur, des Shitstorms. Wirst du Dieter Nur unterdrückt? Ernsthaft? Nein, ich sage doch gar nicht. Davon abgesehen, dass ich, glaube ich, einiges mitmache. Das schon, aber ich würde mich nie als unterdrückt sehen. Und ich erwehre mich natürlich auch selber. Wenn ich mich ständig wehren würde, wäre ich längst weg vom Fenster. Wenn ich dann bei Facebook ein Posting schreibe, das so lang ist und das lesen 2 Millionen Menschen, dann habe ich natürlich selber, dann muss ich natürlich selber diese Klaviatur nutzen, sozusagen, um mich zu rechtfertigen. Aber das heißt doch nicht, dass es den Versuch des Canceln nicht gibt. Natürlich bestehen eine massive Menge dieser Zuschriften besteht darin, stopft dem das Maul, wieso nimmt der daran teil? Warum hat das Arschloch überhaupt noch ein Forum und so weiter und so fort? Lieber Dieter Nur, und das ist Cancel Culture. Liebe Sarah Bosetti, man glaubt sich, die beiden, also Dieter Nur, sie treffen sich ja öfter mal auch in gemeinsamen, also in Sendungen, da ist ja Sarah Bosetti auch gern mal zu Gast. In meiner das ist aber Sendung hier, zum Beispiel. Genau, aber das ist ja hier eine schöne kontroverse Diskussion, die trotzdem, wie ich finde, auf einer respektvollen Ebene abläuft. Das ist ja das, was ich mir gewünscht habe. Harald Martenstein, jetzt schon zum Abschluss stelle ich ja an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die gleiche Frage. Was wünschen Sie sich für den Satire-Standort Deutschland? Wer ist dran? Ich? Ja. Vielfalt. Das war ein toller Schlusssatz jetzt. Vielen, vielen Dank. Dann viel Spaß weiter mit dem Hochbett im Hintergrund. Und danke, dass Sie Teil dieser Sendung waren. Man kann ihn wieder hören in seiner Kolumne auf Radio 1 und auch von ihm, was im Tagesspiegel regelmäßig lesen. Harald Martenstein, Dankeschön. Danke an Sie. Ja. Das ist ja, ich meine, hier gehen jetzt ja die Emotionen hoch, aber es bleibt trotzdem auf einer sachlichen Ebene. Sind so eine Diskussion ist aber das Niveau, was sich jetzt alle Beteiligten wünschen würden oder nicht? Ist das schon zu hart für den einen oder die andere, die hier dabei ist? Jetzt haben wir Radiostille, das ist immer ganz schlecht. Nee, zu hart überhaupt nicht. Für mich teilweise zu abstrakt. Also sprich, wenn man sich abstrakt über das unterhält, was Humor oder was Kunst darf, dann wird es eigentlich immer schnell so ein bisschen peinlich, wenn man das dann wiederhört. Nach 2 Stunden denkt man, oh Gott, was hast du denn da allgemein geäußert und so weiter. Kunsttheoretische Diskussionen empfinde ich immer ein bisschen als mühselig, weil ich glaube, dass pauschale Zuweisungen von Aufgaben, die Satire hätte oder so, all das ist mir eigentlich schon zu viel. Ich finde Irritationen, Verstörung schon zum Beispiel, fände ich schon als Kunstziel, für mich wäre das schon völlig ausreichend. Sarah, wir können weiter diskutieren, wir holen nur unsere nächste Gesprächspartnerin mit in die Runde. Eine Kabarettistin, über die ihr Kollege Volker Pispers mal sagte, sie hat verstanden, dass man, um Unterhaltung zu machen, nicht nur Humor braucht, sondern vor allem eine Haltung. Außerdem besitzt sie als Diplom-Volkswirtin auch noch Hirn. Sie vereint in ihrer Person also die drei großen H des Kabaretts. Haltung, Humor, Hirn, das sollten Sie sich angucken. Hallo Anni Hartmann. Hallo zusammen. Sie haben 2012 den Fränkischen Kabarettpreis gewonnen und in der Laudatio werden Sie natürlich gefeiert. Und dann kommt ein, wie ich finde, interessanter Satz. Sie ist eine der wenigen Frauen in Deutschland, die sich sicher und erfolgreich auf dem politischen Kabarettparkett bewegen. Ist 9 Jahre her. Würden Sie dieses vergiftete Lob immer noch gelten lassen? Ja, die Frage ist ja, was man als politisches Kabarett wertet. Ne? Also da wird ja teilweise auch da die Schublade sehr eng gemacht. Auch da würde ich mir mehr Diversität wünschen. Wenn jemand auf der Bühne steht, sich über Politiker lustig macht, hat das ja nicht unbedingt was mit politischem Kabarett zu tun. Wird aber leider sehr oft verwechselt. Und dann wird immer gesagt, ja, es gibt ja kaum Frauen, die das machen. Dabei gibt es wahnsinnig viele Frauen, die gesellschaftskritisch arbeiten. Das wird halt nur nicht als politisches Kabarett wahrgenommen, weil da auch, wie gesagt, die Deutungshoheit sehr, sehr eingeschränkt ist. Ich habe gestern mal bei der Google-Bildersuche als Suchbegriff deutsche Satiriker eingegeben. Da kommen seitenweise Männer, mehrfach sogar Erdogan, bis irgendwann die erste Frau auftaucht. Und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass im Netz alles gegendert wird und mit deutschen Satirikern nur Männer gemeint wären. Woran liegt es, dass Satire ein in weiten Teilen männliches Business ist? Und die Frage geht jetzt an, in dem Fall betroffen, nämlich erst an Anni Hartmann und dann an Sarah Bosetti.
weil Satire Macht bedeutet. Und sobald es um Macht geht, ist das immer ein Männerdomäne. Also ich meine, die Liste der Satiriker ist ja die gleiche wie die Liste der Vorname in den Vorständen, die gerade veröffentlicht wurde. Wer auf der Bühne steht und bestimmt, worüber gelacht wird, der besitzt Macht. Und Macht gesteht man Frauen einfach nach wie vor nicht zu. Und wenn man sich dann noch erdreistet, die Mächtigen zu entmachten, dann ist das natürlich echt schon eine Provokation, die sich eine Frau da herausnimmt. Sarah Bosetti. Ich möchte das so unterschreiben. Ach, wirklich? Ich möchte auch vieles von dem, was du gesagt hast, so unterschreiben. Die allermeisten, und das ist ja auch, glaube ich, ein Irrtum in der Wahrnehmung, die allermeisten Satirikerinnen und Satiriker treten ja nicht im Fernsehen auf, sondern auf Bühnen. Wer steht denn den Satirikerinnen im Weg? Sind das dann Fernsehredakteure in dem Fall? Oder woran liegt ja. das? Sarah Bosetti und Anni Hartmann nacheinander. Es ist natürlich auch so, dass viele der Entscheidungen von Männern getroffen werden. Es gibt auch Veranstalter, vielleicht auch Veranstalterinnen, ich habe das in dem Fall nur von Männern gehört, die sagen, ja, Frauen verkaufen sich einfach nicht so gut. Und ich glaube, genau. dass das vielleicht sogar wahr ist. Im Status quo, dass das aber natürlich einen Grund hat und man diesen Grund bekämpfen sollte. Und der Grund ist nicht ganz so leicht, also das ist, nicht immer so leicht zu ergründen, woher etwas kommt, aber ich glaube, dass auch da, ne, Anni hat es gerade schon gesagt, Männer sind in Machtpositionen, wir sind es sehr viel gewöhnter, Männern zuzuhören. Wir sind sehr viel gewöhnter, uns von Männern etwas erzählen zu lassen. Merkst du das auch oder hast du das an dir selber auch gemerkt? So bewusst nicht. Nee. So bewusst nicht. Ich möchte aber trotzdem nicht behaupten, dass ich frei davon bin. Also ich habe das so an mir nicht gespürt, aber es kann trotzdem sein. Ich bin ja in derselben Gesellschaft aufgewachsen wie wir alle in dieser männlich geprägten. Und auch ich denke manchmal in Geschlechterstereotypen, natürlich. Also es gibt ja gerade bei Radio 1 gab es doch auch eine große, große Diskussion, als plötzlich irgendwann zwei Frauen den Morgen moderiert haben, die Morgensendung. Da gab es ja ganz viele Leute, die gesagt haben, ich kann doch morgens keine Frauenstimme hören. Ich weiß gar nicht, wie die das dann mit ihren eigenen Frauen machen, aber das ist irgendwie, das war ein Riesentheater. Das war ein großes, großes Problem. Und da kann es dann tatsächlich, also das ist so eine Theorie von mir, kann es tatsächlich sein, dass Leute dann eher sagen, ich lasse mir doch jetzt nicht von einer Frau was über Politik erzählen und dann eben auch eher nicht in die Programme von Frauen, also die Live-Programme von Frauen gehen. Insofern kann es sein, dass diese Veranstalter da in dem Moment recht haben. Das ist aber natürlich kein Grund, Frauen nicht zu buchen, sondern das ist natürlich ein Grund, das umzukrempeln. Mhm. Anni Hartmann. Ja, das ist, was Sarah sagte, kann ich auch nur unterschreiben. Es hat natürlich Gründe und die sind strukturell. So wie Rassismus strukturell ist, ist Sexismus strukturell. Und wir alle Menschen sind rassistisch und sexistisch, weil wir in einer strukturell rassistischen und sexistischen Gesellschaft aufgewachsen und sozialisiert worden sind. Und so ist das eben in der Kabarettszene auch. Natürlich sagen mir Veranstalter auch, ja, Frauen verkaufen sich nicht so gut. Und dann zeige ich dem sein Programmheft und sage, guck mal, du hast hier einen Monat Programm und dann hast du in dem ganzen Monat zweimal eine Frau. Das heißt, du hast dein Publikum daran gewöhnt, zu Männern zu kommen. So, und dann, wenn da einmal eine Frau ist, denken die sich, das ist ja sonst nicht, warum sollte ich da hingehen? Dann gibt es Agenturen, die meisten Kleinkunstagenturen haben maximal eine Frau. So, ohne Agentur hat man aber natürlich schlechtere Karten auf dem Markt. Es gibt wenige Agenturen, also mir fällt nur eine einzige ein, die eine reine Frauenagentur hat und einen Quotenmann dazu. Und ansonsten ist es immer nur eine Frau. Das heißt, Frauen haben es schwerer, eine Agentur zu finden. Natürlich hat man ohne Agentur es schwieriger, an Auftritte zu kommen. Man lernt den Beruf aber nur auf der Bühne. Und ich hatte auch mal eine Diskussion, wo eine Veranstalterin sagte, ja, wenn ich einen Mann nach einem Jahr wieder einlade, ist der viel besser geworden. Weil ich gesagt habe, ja, der hat in dem Jahr auch fünfmal mehr gespielt. Also hatte er fünfmal mehr Zeit, sich zu entwickeln. Also es ist auf ganz, ganz vielen Ebenen wahnsinnig schwer, weiterzukommen, auf fachlicher Ebene. Und dann kommt natürlich bei Frauen die optische Ebene immer noch dazu. Wenn man nicht blond und schlank ist und dann auch noch eine Brille trägt und so, dann hat man es schon wesentlich schwerer. Und das kommt natürlich viel auch wirklich von Fernsehredaktionen, weil Fernsehen dann immer sagt, das ist ein optisches Medium. Florian Schröder und Dieter Nuhr haben beide Sendungen, in denen sie Gastgeber sind und Gäste einladen. Ich weiß, das macht man da nicht allein, dass man jemanden anruft, da gibt es dann auch schon eine Redaktion. Wie sehr erst Florian, dann vielleicht Dieter Nuhr, spielt bei der Einladungspolitik denn eine Rolle? Herrje, wir haben ja heute wieder keine Frau dabei gehabt oder ach eine, finden wir irgendeine oder gibt es dieses Thema gar nicht?
Also in meiner Sendung, in der Satire-Show in der ARD ist es so, dass wir uns massiv dafür einsetzen, so divers wie möglich zu sein und so viele Frauen auch wie möglich in der Sendung zu haben. Wir versuchen das auch immer. Es gelingt tatsächlich nicht immer. Das liegt sicher zum einen an dem, was Anni ausführlich beschrieben hat. Zum anderen fällt mir aber auch auf, dass Frauen bei Anfragen häufiger absagen. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass sie vielleicht manchmal auch Besseres zu tun haben und nicht immer Ja sagen müssen, während Männer in der Tendenz einfach sagen, wie eine Anfrage, ja klar, schaffe ich, mache ich, gehe ich hin, warum nicht? Also das fällt mir auch auf und ich meine das nicht als Kritik an Frauen. Im Gegenteil, aber es ist tatsächlich häufiger zu beobachten, wenn man 10 Frauen, 10 Männer anfragt, dann sagen meistens, wenn sie irgendwie Zeit haben, 8 von 10 Männern zu. Bei Frauen ist es nicht immer die gleiche Zahl. Ich würde aber sagen, ja, sofort, gerne, gerne. Wie gesagt, ich meine das auch gar nicht als Kritik, sondern als Feststellung. Ich erlebe allerdings gerade bei Fernsehredakteuren nicht, dass sie Männer massiv bevorzugen. Im Gegenteil, es ist auch in den Redaktionen gang und gäbe, dass man sagt, natürlich brauchen wir ein ausgeglichenes Gästeverhältnis bei allem, was wir tun. Und natürlich brauchen wir mindestens so viele Frauen, wie wir Männer haben. Und wenn es bei dem einen Termin eine Männerüberschussparty ist, dann ist es beim nächsten Mal so, dass wir eben mehr Frauen haben. Also ich sehe da ehrlich gesagt die Redakteure nicht in dem machoiden Verdacht, jetzt da zwangsläufig auf Männer zu setzen. Im Gegenteil. Also ich glaube, es gibt heute eher Ärger, wenn man zu wenig Frauen hat. Und das ja auch zu Recht. Darauf wollte Anni Hartmann antworten und dann kommt die Einladungspolitik von Dieter Nuhr. Also Florian, ganz konkret zu deiner Sendung. Seit über 3 Jahren wollt ihr mich angeblich einladen. Ich habe noch nie Nein gesagt. Ihr habt ganz im Gegenteil noch nie gefragt. Und ich kann es echt nicht mehr hören, wenn gesagt wird, wir wollen immer Frauen einladen, aber wir finden keine. Oder die sagen ab, ich habe seit Jahrzehnten auf meiner Webseite eine Linkliste zu allen Kolleginnen, die wesentlich länger ist, als jeder Bildschirm anzeigen kann. Und da kann mir keiner erzählen, dass die alle keine Zeit haben oder alle keine Lust haben, alle Nein sagen. Wir werden schlicht und ergreifend nicht gefragt. So, und auch ganz konkret in deiner Sendung, und ob das jetzt dein Redakteur ist, der dir das nicht erzählt und dass du den als Mann nicht unter Macho-Verdacht stellst, das mag sein, aber dann sag du deiner Redaktion, ich möchte in der nächsten Sendung Anni Hartmann dabei haben. Ansonsten kann ich dir das leider nicht glauben. Florian dazu. Das mache ich sehr gerne. Du musst mir jetzt ganz kurz sagen, worüber wir sprechen. Sprechen wir über die Spätschicht im SWR oder reden wir über die Satire-Show in der ARD? In der Satire-Show haben wir schon länger quasi gar keine Kabarettistinnen und Kabarettisten mehr, wenn dann mal ganz selten als Talkgäste. Insofern sehe ich da jetzt die Kritik nicht. Wenn das in der Spätschicht der Fall sein sollte, dann bin ich der Erste, der sich dafür einsetzt, dass du in die Sendung kommst. Also es war in der Spätschicht und natürlich war es auch in der Satire-Sendung, da ich da auch als Talkgast tatsächlich angeblich mal geplant war. Und warum nicht als Talkgast? Also ich würde nicht Nein sagen. Gut, das haben wir an der Stelle zwischen den beiden geklärt. Danach werden bitte Nummern ausgetauscht und dann können wir uns das bald irgendwie im Fernsehen oder im Netz angucken. Jetzt Dieter Nuhr, also die gleiche Frage ist jetzt schon ein paar Minuten her, zu wie sehr wird auf Geschlechtergerechtigkeit geachtet bei Nuhr im Ersten? Also Gott sei Dank bin ich ja für die Einladung der Gäste nicht zuständig. Erstmal das an. Und dann sitzt auf einmal Sarah Bosetti und Sie haben sie nie eingeladen. Ich bin nicht zuständig dafür. Ja, nein, genau, das macht in der Tat die Redaktion, weil ich mich da gerne raushalte, wer als Gast kommt. Ich weiß, dass die Frauen suchen ohne Ende, ich kann nicht bestätigen, dass Florian völlig recht hat, dass das Bestreben da ist, den Frauenanteil zu erhöhen. Und dass es aus irgendwelchen Gründen nicht einfach ist. Wir haben, glaube ich, einen relativ hohen Frauenanteil. Wir haben 2 weibliche Gäste, die regelmäßig da sind. Das ist Monika Gruber und Lisa Eckert. Wir haben 2 männliche Gäste, die ständig da sind. Das ist Thorsten Sträter und Ingo Appelt. Und in der Tat haben wir dann, versuchen wir, Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. Mir ist es völlig wurscht, welches Geschlecht jemand hat, der auf der Bühne steht. Muss ich leider dazu sagen, weil ich will über jemanden lachen und will, dass er mich zum Denken bringt und dann ist es mir völlig gleichgültig. Wir versuchen das trotzdem weiterhin und ich hatte die längste Zeit, die ich die Sendung habe, eine Alt-68er Feministin als Redakteurin und eine Frau, ich hatte 2 Redakteurinnen, die andere vom WDR ist eine Frau, die mit einer Frau verheiratet ist und so. Und ich glaube, dass die über den Verdacht erhaben sind, Frauen ausschließen zu wollen, schlicht und einfach.
Sarah Bosetti dazu. Das ist ja das, dieses Argument, ist, mir erschließt sich es auch erstmal, aber ich bin ja jetzt in dem Fall auch ein Mann, dass er sagt, Hauptsache der Mensch, der auf der Bühne steht, ist lustig. Was entgegnest du darauf? Ich verstehe das. Ich verstehe das sehr gut. Aber das ist ja der Kern eines strukturellen Problems. Also in dem Moment, in dem Männer sichtbarer sind und Männer eben, wie Anja auch schon gesagt hat, sehr viel mehr Auftritte haben, denken wir auch viel mehr an die Männer. Also auch wenn ich jetzt damit beschäftigt wäre, irgendwie eine Sendung zu besetzen, würden mir wahrscheinlich sehr schnell sehr viel mehr Männer einfallen, weil auch ich sehr viel mehr diese Männer sehe. Das ist übrigens auch ganz lustig, dass ich immer wieder gefragt werde, was gibt es denn für Frauen? Und ich kann in dem Zusammenhang auch wirklich sehr diese Liste auf Anni Hartmanns Internetseite empfehlen. Die ist nämlich, also ich habe mir die gestern auch angeguckt, die ist sehr, sehr lang. Also da sind sehr, sehr viele Namen, die man sich raussuchen kann. Alphabetisch geordnet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also, schickt die einfach an alle Redaktionen und liebe Redaktionen, lest die auch durch. Aber also ich verstehe grundsätzlich, wenn man sich sozusagen nicht aktiv als Redaktion mit der Frage beschäftigt, welches Geschlecht möchten wir auf der Bühne haben, dann landet man bei Männern. Und das ist eben das Problem. Es äußert sich in diesem Vorgang das strukturelle Problem und es manifestiert sich und es festigt sich eben nochmal in diesem Problem. Florian Schröder, es tut mir leid, ich muss Anni Hartmann noch mal mit einem Zitat aus dem besagten Podcast konfrontieren, für den du ja schon um Entschuldigung gebeten hast. Wenn Serda so Mundschuh in besagter Podcast-Folge sagt, Entschuldigung, Florian, das nochmal wiederhole. Serda sprach von hässlichen Frauen, die keinen Sex hätten. Ob das lustig ist, müssen wir hier nicht bewerten. Wir sind hier nicht die Humorpolizei. Aber sind solche satirisch gemeinten Aussagen aus Ihrer Sicht ein Unding? Sowas geht gar nicht? Oder ist es in irgendeinem Zusammenhang im Kontext möglich? Ich kann mir keinen Kontext vorstellen, in dem der Witz, hässliche Frau hat keinen Sex, lustig wäre. Also ich sag mal so, wer das lustig findet, der hat einfach keinen Humor, ist jetzt mein ganz persönliches Werturteil. Also in welchem Kontext soll das lustig sein? Florian dazu, also oder nee, erstmal dann Sarah dazu? Ja, ich würde gern ergänzend sagen, ich habe mir diesen Podcast hier in seiner vollen dreistündigen Pracht angehört und auch den betreffenden Auszug und die Wortwahl war um einiges krasser. Ich finde gut, dass du die nicht wiederholst, möchte aber betonen, dass die um einiges krasser war. Ja, es ging sehr unter die Gürtellinie, das habe ich tatsächlich bewusst jetzt weggelassen. Aber es ist gut, das nicht zu reproduzieren, aber ich finde auch gut, wenn es erwähnt wird. Und ich habe ja, also wir sind ja nun mal auch Kolleginnen bei Radio 1 und er hat eben das auch nicht einfach über Frauen allgemein gesagt, sondern über Kolumnistinnen, was sehr schön war. Ich glaube, er meinte nicht mich, er meinte wahrscheinlich, was weiß ich, wen er meinte. Aber ich habe ja dann einen Text darüber geschrieben, den Radio 1 auch gesendet hat, was ich sehr gut finde. Und als der im Internet stand, habe ich sehr, sehr viele Reaktionen bekommen, positive, aber eben auch genau diese, ja, da hat doch recht, die elenden, ekligen, ich möchte das jetzt nicht wiederholen. Und ich finde, darin spiegelt sich eben das Problem dessen wieder, was er da gemacht hat. Er hat auf eine Art und Weise über Frauen gesprochen, die wirklich, wirklich dem Zuhörer und vor allem der Zuhörerin ganz offensichtlich das Gefühl vermittelt hat, dass er sich fast schon daran aufgeilt, so über Frauen sprechen zu können, weil die Satire ihm das erlaubt. Im Nachhinein hat er dann gesagt, na, hier, Spiel mit Ebenen, sie haben mich alle nicht verstanden, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber du sagst, es gibt keine Ebene, auf der das lustig wäre, was auch Anni Hartmann sagt. Naja, oder? Moment. Also ich finde grundsätzlich, dass die Frage komplexer ist. Also das hat Florian ja vorhin angesprochen. Es ist eben manchmal schon gut, etwas oder jemanden zu verkörpern, den man kritisieren möchte. Das finde ich nicht grundsätzlich falsch. Und ich finde die Frage nicht so eindeutig zu beantworten, was da moralisch richtig ist. Also man muss abwägen zwischen, möchte ich jetzt etwas reproduzieren oder möchte ich es nicht reproduzieren? Und das geht sozusagen zu Lasten der Anschaulichkeit oder wie auch immer man das sagen möchte. Also die Frage finde ich nicht so eindeutig zu beantworten. Ich fand es in dem Fall aber sehr eindeutig misslungen. Und ich finde dann, weil das ist ja eine Frage, die wir uns hier auch stellen, ich fand dann sozusagen den Umgang mit der Kritik auch einfach falsch. Weil Serda Somuncu, es ist wirklich schade, dass er nicht hier ist und wir jetzt über ihn sprechen. Wie gesagt, wir haben ihn eingeladen, mehr kann ich nicht sagen. Ja, nee, klar, aber es ist ja immer blöd, über Leute zu sprechen. Aber er hat eben einfach gesagt, naja, die Leute, die verstehen mich halt nicht.
Und wenn die Leute ihn nicht verstehen, dann liegt das nicht unbedingt zu 100% an seiner Klugheit und der Dummheit der Menschen, sondern dann liegt das eben manchmal auch einfach daran, dass er nicht gut kommuniziert hat. Letzte Frage dazu. Florian, es tut mir so leid, du bist natürlich jetzt auch nicht der Anwalt von Serdar Somuncu, aber du warst halt Teil dieses Podcasts, auch wenn diese Texte nicht von dir kamen. Möchtest du auch was erwidern? Ich möchte dir zumindest die Chance dazu geben. Ich würde dazu eigentlich nur was Grundsätzliches sagen. Ich glaube, Kunst, egal welche, auch Satire, darf und muss amoralisch sein, aber sie darf nie unethisch sein. Was soll das bedeuten? Naja, du kannst ja etwas Amoralisches sagen. Du kannst beispielsweise, nicht in diesem Beispiel, dafür haben wir uns erklärt und entschuldigt, da gibt es nichts zurückzunehmen, da gibt es auch nichts zu verteidigen an dem Beispiel. Aber was ich vorhin meinte, Sarah, worauf du auch gerade angespielt hast, ich kann in einer bestimmten Form einen Rassisten so spielen oder einen Sexisten so spielen, dass das Publikum lange nicht weiß, ist er das? Denkt er so oder was ist es? Aber ich muss am Ende in der Auflösung klar sein. In dem Moment bin ich amoralisch. Moralisch wäre es zu sagen, alle Rassisten sind böse, alle Sexisten sind böse, wir hauen nochmal auf sie drauf, weil wir kennen sie und sie stehen da drüben, aber wir gehören nicht dazu, denn wir sind ja hier die Guten. Das wäre eine einfache moralische Kunst. Diese amoralische Position geht, aber sie muss ethisch bleiben. Und ethisch heißt, es muss in einer Art und Weise fair sein und verallgemeinerbar sein und klar sein, wo die Zielrichtung der Kritik ist und dass die Klischees, die hier benutzt werden, nicht benutzt werden, um verfestigt zu werden. Das meine ich mit ethisch und das muss am Schluss immer klar sein. Und in dem genannten Fall war das eben nicht klar. Und deswegen die Bitte um Entschuldigung. Dieter, nur kurz dazu und dann kommt noch eine Abschlussfrage an Anni Hartmann. Mir wird das jetzt alles ein bisschen zu moralinsauer, sagen wir mal so. Ich habe das Gefühl, dass Humor auch mit der Grenzverletzung zu tun hat, mit der Verletzung des Empfindens. Ich glaube, in der Urform des Slapstick-Humors, die Torte ins Gesicht, das Brett vor den Kopf, wenn einer so ein Brett auf der Schulter trägt, dreht sich jemand an, das kriegt es vor den Kopf. Das sind Dinge, über die wir lachen, das hat mit Schadenfreude zu tun. Ich glaube, dass Humor ganz viel mit Unmoral zu tun hat, mit dem Gefühl, hier wird eine Grenze überschritten und wenn wir uns das kastrieren, glaube ich, dann wäre Humor auch nicht mehr möglich. Anni Hartmann noch dazu oder die Abschlussfrage? Gern die Abschlussfrage. kann mehr als ein Wort sein. Was wünschen Sie dem Satire-Standort Deutschland? Ich kann mich nur, der Frau Duschime anschließen, einfach mehr Diversität. Also wenn man sieht, was auch für Frauenbilder optisch reproduziert werden, dann ist das sehr, 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 sehr eingeschränkt. Es muss einfach mehr Vielfalt geben in jeder Richtung. Es muss einfach abgebildet werden oder sollte, muss eh nichts, aber es sollte abgebildet werden, wie divers auch die Gesellschaft ist. Und da sollte es auch möglich sein, das abzubilden. Vielen Dank an Anni Hartmann. Sie sehen sie demnächst in allen Formaten, mit denen Florian Schröder nur ansatzweise was zu tun hat. Dankeschön und noch einen schönen Tag. Dankeschön. Gleichfalls. Tschüss. Unseren letzten zugeschalteten Gast, den kennen wir aus dem Fernsehen. Er ist regelmäßig in der Heute-Show zu sehen und Moderator der NDR-Satire-Show Extra 3. Oft übrigens mit Sarah Busetti da zusammen zu erleben. Hallo Christian Ehring. Hallo. Die Heute-Show, ich habe mal geguckt, hatte auch am Freitag wieder fast 5 Millionen Zuschauer. Extra 3 erreicht im Ersten und im NDR zusammen auch gerne 2 Millionen Zuschauer. Größeres Publikum, mehr potenzielle Kritikerinnen und Kritiker im Publikum. Müssen Sie da sensibler sein mit den Dingen, über die Sie sich satirisch lustig machen? Ich weiß nicht, ob man es muss. Also ich kann zumindest sagen, dass wir bei Extra 3 schon den Anspruch haben, erstens, dass das, was wir sagen, stimmt. Also ich glaube, das ist zum Beispiel was Satire nicht darf, nämlich Lügen, falsche Dinge erzählen. Das muss alles wasserdicht sein. Also zumindest die These für den Gag. Der Gag selber kann natürlich auch irgendwie frei flottierend und irrsinnig sein. Und zweitens habe ich schon den Anspruch, dass wir in unserer Sendung nicht Minderheiten diskriminieren, dass wir nicht Leuten wehtun, die sagen, ich kriege sowieso immer irgendwie einen drauf und jetzt kriege ich von euch auch noch einen drauf. Und damit meine ich nicht Andi Scheuer. Und da wir wirklich im Team arbeiten, frage ich für meinen Teil tatsächlich auch, wenn wir was über Muslime machen, dann frage ich die Muslime bei uns im Team.
bei den Autorinnen und Autoren, geht das? Fühlt sich das komisch an? Ich frage es in ähnlichen Fragen auch. Bei Katholizismus bin ich selber qualifiziert. Die Heute-Show und Extra 3 sind, und korrigieren Sie mich, wenn ich es jetzt falsch analysiere, politisch eher links verordnet. Achten Sie in Sendungsplanung auch manchmal bewusst darauf, dass Sie auch der politisch linken Seite mal einen mitgeben? Weil also auf Andi Scheuer raufhauen, das macht ja nahezu inzwischen jedem in diesem Land richtig Spaß. Ja, selbst da finde ich... beginnt es schon anzufangen, dass es einem leid tut, man denkt, das ist auch mal gut. Das stimmt. Ja, ich würde nicht sagen, dass wir eine dezidiert linke Sendung sind. Also wenn es so rüberkommt, und das kommt es sicherlich häufig, dann ist mir das tatsächlich nicht recht. Mein innerer Kompass wäre eher Menschenfreundlichkeit. Und auch wenn ich jetzt selten was Positives über die AfD zum Beispiel sage, habe ich mich sehr deutlich positioniert mal in der Moderation, dass ich es absolut falsch finde, die Parteitage der AfD zu blockieren, den Delegierten zu verhindern, da den Parteitag zu besuchen, weil man einfach politisch anderer Meinung ist. Das finde ich undemokratisch. Wo Sie die AfD ansprechen, das ist jetzt ja schon ein paar Tage her, aber ich kriege das nicht wörtlich zusammen, aber Alice Weidel forderte ja die Abschaffung der Political Correctness, die muss auf den Müllhaufen, glaube ich, sagte sie, oder ähnliches. Und darauf sagte ja Christian Ehring in einem satirischen Format, ja, hat sie recht, die Nazi-Schlampe, um sozusagen deutlich zu machen, so wäre das denn dann. Und dann gab es einen Prozess, den, glaube ich, sie auch gewonnen haben. Dennoch überlegt man vorher sehr, sehr lange, ob man sich diesen Stress, den das nach sich zieht, antut und dann lässt man den Witz lieber weg? Mir war klar, dass das Stress bringen würde. Ich habe mit ungefähr 300 bis 400 Mails gerechnet. Der Stress war da natürlich noch etwas größer. Im Nachhinein würde ich sagen, war das damals angemessen? War es der richtige Keil auf den richtigen Klotz? Ja. Würde ich es heute nochmal so sagen? Nein. Weil es auch, wenn man sich die gesamte Aufmerksamkeitsökonomie anschaut, der AfD womöglich am Ende mehr genutzt als geschadet hat. Außerdem war es selbst in der Moderation nicht mein stärkster Gag. Sarah Bosetti, Sie lesen bei Extra 3 ja öfter, du liest ja bei Extra 3 öfter Kritiken vor, jetzt komme ich in Sie wieder her. oder auch eher Beleidigung, muss man sagen, die von Zuschauern, eigentlich auch von Zuschauerinnen, kommen. Manchmal. Ja, aber in der Regel von Zuschauern. Was wird da am häufigsten kritisiert, attackiert, beleidigt? An der Sendung grundsätzlich, dieses GEZ-Geschrei ist einfach sehr groß. Ne? Dieses, oh, Zwangsgebühren, warum muss ich dafür bezahlen? Christian wird gerne beleidigt, ich werde auch gerne beleidigt. Es ist nicht so, dass mir das Freude bereitet, beleidigt zu werden, aber Leute beleidigen mich gerne. Und tatsächlich wird sehr viel politische Gesinnung vorgeworfen. Also die Leute haben den seltsamen Gedanken, dass alles im öffentlich-rechtlichen Rundfunk neutral sein muss. Ich weiß gar nicht, wie die sich das vorstellen. Also niemand im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch keine Satire-Sendung, darf auch nur irgendeine Meinung haben, was natürlich völliger Quatsch ist. Mhm. Das ist ja der Umgang, also das eine, da muss man ja auch unterscheiden. Es gibt bestimmt Menschen, die schreiben an die Heute-Show oder an Extra 3 und kritisieren sachlich etwas und haben möglicherweise damit sogar recht. Und dann gibt es Attacken und dann gibt es ja richtige Morddrohungen oder ähnliches. Wie geht man denn mit der sachlichen Kritik eigentlich um? Also frage ich mal mit Florian Schröder an. Florian, wie gehst du damit um, wenn dir jemand schreibt und sagt, der Gag hat für mich aus dem und dem Grund, war der nicht angemessen, hat nicht funktioniert, war nicht richtig. Also ich rede jetzt explizit in dem Fall, um es nicht gleichzusetzen, Sarah, von sachlicher Kritik. Na, sowas ist natürlich wunderbar. Also wenn jemand sich so mit der eigenen Arbeit beschäftigt und Einwände vorbringt oder Kritik oder auch auf einen sachlichen Fehler hinweist, da bin ich hoch dankbar und versuche, ich schaffe es nicht immer, aber versuche das auch irgendwie einzubeziehen und mich zu bedanken, aber auf jeden Fall zu berücksichtigen und anders zu machen. Also das ist ja das Schönste, was man sich wünschen kann. Es ist ja keine, auch wenn es manchmal so rüberkommt, als hätte der Satiriker in Deutschland von sich selbst das Gefühl, er habe
habe päpstlichen Status. Und was er sagt, das ist genauso richtig. Finde ich, das Gegenteil ist der Fall. Wir leben ja gerade vom Austausch. Auch wir leben ja davon, dass uns Leute sagen, da habt ihr einen Fehler gemacht. Und die machen wir ja alle. Im Stil, im Text, bei Fakten, das kann immer mal vorkommen. Oder wenn jemand sagt, das und das fand ich aus dem und dem Grund nicht lustig, solange das begründet ist und solange jemand sich bemüht, sich mit der Arbeit auseinanderzusetzen und wahrnimmt, dass auch ich mich bemüht habe, es gut zu machen, ist jede Kritik sehr willkommen und hochproduktiv. Dieter Nuhr, Sie erleben ja in den sozialen Netzwerken von Hunderten Kritik. Andererseits haben wir schon gesagt, Millionen schalten ein. Jetzt, wenn wir reden mal nicht von Beleidigung nochmal, aber gibt es dennoch Kritik, bei der Sie sagen, ja, die nehme ich an. Was ist das zuletzt? Also die oder antworten Sie dem dann auch und sagen, ja, an dem Punkt habe ich tatsächlich daneben gelegen? Also was ja eben passiert? Ja, selbstverständlich. Also in dem Moment, wo mir jemand glaubhaft vermitteln kann, dass ich einen Fehler gemacht habe, würde ich selbstverständlich erstens darauf antworten, zweitens die Kritik übernehmen. Das ist ja das Einfachste überhaupt, dass jemand anders sozusagen die Recherchearbeit für einen macht. Das ist ja großartig. Ja. Da freue ich mich. In der Tat ist es so, dass ich 99,999% aber dessen, was kommt, nicht als Kritik oder sachliche Kritik wahrnehme, sondern sieht eher aus wie das, was Sarah beschrieben hat. Es geht darum, dass die eigene Erwartung nicht eingelöst wird, das heißt, die eigene Meinung wird nicht vertreten und dann wird man heute gerne direkt an der anderen Seite des politischen Spektrums verordnet. Das heißt, ich kriege also auch reihenweise von potenziellen AfD-Mailern die Mitteilung, ich sei linksgrün versiffte Drecksau und wenn ich einen Witz über den Grünen mache, bin ich halt der AfD-Künstler. Ja, und beide kommen in meiner Sendung vor. Ich will die ja übrigens auch gar nicht gleichsetzen, um das ganz deutlich zu sagen. AfD und Grüne. Also beim besten Willen, so soll es nicht rüberkommen. Aber ich habe gegen Kritik selber erstmal überhaupt nichts. Im Gegenteil, ich nehme Kritik sehr dankbar auf und sage, ah, Gott sei Dank, wenn mir jemand einen Fehler nachweist, dann bin ich sehr froh, dass ich ihn nicht wiederhole. Mhm. Ich weiß ja, wie es beim Fernsehen ist, Christian Ehring, man guckt ja dann nach der Sendung, am nächsten Tag kommen die Quoten und dann guckt man rauf, dann hat man sogar minutengenaue Quoten und dann merkt man auch, bei dem Gag sind bestimmte Leute dann ausgestiegen, da ging die Quote auf einmal runter, kurz danach ging sie wieder hoch. Wie wichtig ist Ihnen Quote und wie wichtig ist das, was Sie nach Ausstrahlung der Sendung in sozialen Netzwerken lesen? Es ist beides so mittelwichtig. Die Quote wird zunehmend unwichtiger, weil das Format einfach online sehr stark geguckt wird, gerade Extra 3. Also wenn wir im NDR-Fernsehen senden zum Beispiel, haben wir innerhalb eines Tages in sozialen Netzwerken mehr Zuschauer als die des linearen Fernsehens. Insofern wird das wahrscheinlich auch von der Bedeutung her immer mehr schwinden. Die Kommentare lese ich kursorisch. Ich kriege manchmal so einen kleinen Extrakt der positiven, negativen Kommentare, die per Mail kommen, dann auch zugeschickt. Und wenn ich persönlich angeschrieben werde und es ist auf einer sachlichen Ebene, antworte ich so gut es geht auch tatsächlich. Ich hoffe, dass das nicht so viele jetzt animiert, eine Brieffreundschaft mit mir aufzubauen. Aber es ist interessant zu sehen, wie was ankommt. Aber wenn man eigentlich weiß, warum man was gesagt hat und dazu stehen kann, dann ist es auch okay. Und Kritik muss man dann wirklich abkönnen. Also wenn man da wegen Kritik plötzlich weinerlich wird und sagt, oh, das darf man aber nicht zu mir sagen, dann ist man im falschen Job. Florian Schröder. Also empfinde ich ganz ehrlich, ganz ähnlich wie Christian. Ich nehme das auch zur Kenntnis. Ich nehme natürlich auch viel von dem wahr, was sehr unsachlich ist, aber das hat mit der Aufmerksamkeitsökonomie zu tun. Ich glaube, die Mehrheit der Leute ist nicht asozial und schreibt auch keine Hasskommentare, sondern das sind die, die man dann wahrnimmt. Und da bin ich immer dafür, auf großzügiges Ignorieren zu setzen bei allem, was nicht justiziabel ist. Ansonsten bringt Kritik immer nur weiter. Also das finde ich wirklich das Entscheidende. Sarah, man muss das ja auch immer einordnen. Täglich aktive Twitter-Nutzer in Deutschland, habe gestern nochmal nachgeguckt, gibt es 1,4 Millionen von 83 Millionen Deutschen. Immerhin ein Viertel der Menschen in Deutschland ist täglich auf Facebook aktiv, drei Viertel dann auch nicht. Gucken Verantwortliche genauso wie Künstlerinnen und Künstler zu sehr auf die sozialen Netzwerke oder sollten sie sich eher sagen, das haben so und so viele Menschen angeklickt, das hat so und so eine Quote im Fernsehen gehabt, was interessieren mich 200 oder gar 2000 Twitter- oder Facebook-Kommentare?
Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde es grundsätzlich ganz großartig, dass diese Kommunikation nicht nur in eine Richtung geht. Also ich finde das total gut. Ich finde das Internet bei aller Kritik erstmal was ganz Tolles. Also ich finde es großartig, dass Leute kommentieren können und das eben auch gelesen wird. Ich sehe gerade so einen lustigen Blick rüber zu Dieter Nuhr, aber ich habe selber nicht geguckt. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon leidet. Das war überhaupt nicht abwertend gemeint. Also ich finde das Internet ganz großartig. War ein lustiger Satz, fand ich jetzt. Das war aber gut. Ja, aber ich dachte, ich sage den mal, weil es ja wirklich ganz viel Kritik am Internet gibt. Auch das von sollte mir. Auch keinesfalls abfällig rüberkommen. Okay. Ich fand es einfach jetzt lustig. Ja. Also Internet. Erstmal gute Sache. Problematische Dynamik, haben wir ja schon drüber gesprochen. Die will ich auch überhaupt nicht kleinreden. So. Aber ich finde es erstmal gut, dass das existiert. Und ich finde deswegen natürlich auch gut, wenn das gelesen wird und wahrgenommen wird. Man muss es halt einordnen. Ne? Also man muss es halt einfach einordnen. Und passiert das denn deiner Meinung nach weitgehend? Oder gibt es da Menschen, die dann zu schnell panisch werden? Also ich sag's jetzt einfach mal ganz offen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dafür Ärger kriege. Aber hier beim RBB, wir haben angesichts dieser Sendung tatsächlich eine gewisse Nervosität, was wohl nach dieser Sendung passieren wird. So, ist diese Nervosität angemessen oder nicht? Nö, eigentlich nicht. Weil man es einordnen muss. Und selbst wenn jetzt da 150 Leute sich über Sarah Bosetti oder Dieter Nuhr oder Florian Schröder aufregen. Ja, ich weiß ja nicht, was passiert nach dieser Sendung, aber gerade bei einer Sendung wie dieser ist es doch sehr, sehr gut, dass die Leute die nachher kommentieren können. Und ich fürchte, wir werden damit umgehen müssen. Mhm. Dieter Nuhr dazu. Nervosität halte ich für absolut unangemessen, einfach weil die Reaktion auf Twitter nicht das widerspiegelt, was die Menge denkt, die das gesehen hat. Ich sehe einen anderen Problempunkt eigentlich dabei, dass öffentliche Teilhabe ist das eine, Journalismus ist das andere und dass sich weite Teile des Journalismus indessen in Deutschland vor allen Dingen kleinere Tageszeitungen darauf beschränken, dass sie morgens den Twitter-Trend gucken und dann gucken, welches Thema ist bei Twitter abgegangen, das bringen wir in die Zeitung. Und damit werden Zeitungen sozusagen zum verlängerten Arm des Wutbürgertums. Und damit fangen an, diese kleinen Gruppen im Internet sozusagen zu kuratieren, was in unseren journalistischen Medien erscheint. Und in dem Moment wird es zweifelhaft. Ja, in dem Moment hat Journalismus eben nicht mehr die Aufgabe, selber zu kuratieren, sondern da wird das über Wut gesteuert und über Emotionen. Und dadurch fällt bei uns in ein wesentliches Korrektiv der öffentlichen Meinung, nämlich der zumindest versucht objektive Journalismus langsam aber sicher hinten runter. Da sehe ich ein echtes Problem drin. Sarah Bosetti dazu. Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ich stimme dem auch zu. Ich finde allerdings da, genau wie bei dieser Frage, bei den Problemen, die sich Satirikerinnen und Satiriker stellen, das macht den Journalismus in dem Moment halt nicht leicht. Ich finde aber, dass der Journalismus sozusagen einen so großen Anspruch an sich selbst haben sollte, dass er damit umgehen kann. Also ich finde das nur bedingt eine valide Kritik an den sozialen Netzwerken. Ich finde, das ist eben etwas, was der Journalismus können muss. Genau, ist auch keine Kritik an den sozialen Netzwerken, sondern eine Kritik am Journalismus. Ist es, okay, ja gut. Tageszeitungsjournalismus in Deutschland. Ja, aber nur weil wir halt eigentlich ja sozusagen über die Kommentare gesprochen haben und was für einen Einfluss die haben können. Ich finde, der Journalismus ist in der Verantwortung, wie ich schon gesagt habe, das einzuordnen, ne? Die Masse der Kommentare bedeutet. Ich finde aber deswegen trotz allem sowas wie Twitter erstmal kein schlechtes Medium. Also es wurde jetzt wahnsinnig viel negativ über Emotionalität gesprochen. Das finde ich erstmal ein bisschen schwierig. Also ich bin absolut für Fakten. Ich finde aber jede Emotionalität gleichzusetzen auch schwierig, weil Empörung manchmal eben auch berechtigt ist. Also wir haben, ohne jetzt diese Diskussion unbedingt in die Richtung öffnen zu wollen, aber es gab ja gerade diesen Fall mit der WDR-Sendung, die letzte Instanz, wo über Rassismus gesprochen wurde. Und das wäre wahrscheinlich nicht so sehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt, wenn nicht auf Twitter sich sehr viele Leute empört hätten. Und ich finde die Empörung berechtigt in dem Fall. Und dann hat
Emotionalität halt auch was Gutes. Florian ist jetzt gleich an einer Reihe. Ich denke bloß immer, also ich habe jetzt generell nichts gegen Emotionen. Noch schöner finde ich, wenn es konstruktiv und lösungsorientiert ist und nicht nur Emotionen aufeinander prallen, weil dann kommt man, glaube ich, keinen Schritt nach vorne. Aber Florian Schröder dazu. Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ohne ein Feind der Emotionen zu sein, finde ich, leben wir in einer Zeit der völligen Überemotionalisierung. Und solange Emotionen zur Grundlage von Entscheidungen werden, finde ich das schwierig. Also eigentlich ist es ja die Erkenntnis der Aufklärung, dass wir ohne Ansehen der Person über die Dinge sprechen können, im Sinne der Vernunft über Themen sprechen können. Und heute passiert nach meinem Eindruck häufig das Gegenteil, nämlich es wird nur noch darüber diskutiert, was wer wie fühlt. Und da würde ich uns allen, sowohl uns Künstlerinnen und Künstlern, die wir betroffen sind, als auch öffentlich-rechtlichen Sendern, die nervös werden, weil eine Diskussion über Satire stattfindet, ein wenig weniger Empfindlichkeit wünschen. Aber gleichzeitig mehr Sensibilität. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Dann kurz Sarah Busetti, dann hole ich Christian Ehring nochmal zu, dann Dieter Nuhr und dann nähern wir uns jetzt. Ich kann das nur unterschreiben, Florian hat gesagt, was ich darüber denke. Ich glaube, wir widersprechen uns letztlich gar nicht so sehr, wie es gerade scheint. Weil Emotionalität kann man ja Menschen in gewissen Situationen und in gewissen Rollen zugestehen. Also wir sprechen immer so über Twitter oder soziale Netzwerke, in denen die Leute gerne in 280 Zeichen sehr emotional, sehr plakativ irgendwelche Dinge anprangern zum Beispiel. Das können sie tun. Und ich finde das aus dem einfachen Grund unproblematisch, dass sie so wahnsinnig machtlos sind. Das ist letztlich dieselbe Frage, die wir heute ja nicht so sehr erörtern wollten. Was darf Satire? Sie darf alles, weil sie so unendlich machtlos ist. Sie darf alles, weil sie eben nicht befugt ist, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und auch Twitter und alle, die da sind. Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe. Ist sie wirklich so machtlos, wenn dort bei Twitter, ich sag's nochmal, wo die übergroße Mehrheit der Deutschen nicht ist, wenn da 2000 Menschen, was jetzt keine kleine Gruppe ist, aber trotzdem im Vergleich eine kleine Gruppe, sich über etwas sehr echauffiert und dann gibt es Intendanten, die sich dafür entschuldigen, was passiert ist, dann hat sie ja doch Macht gehabt. Ja, aber da ist ja genau der entscheidende Schritt, zu dem ich kommen wollte. Okay. Die Frage ist, was wird damit gemacht? Also, und das meine ich, Journalistinnen und Journalisten haben die Aufgabe, das einzuordnen und die haben die Aufgabe eben nicht einfach emotional sich aufzuregen, sondern zu berichten und einzuordnen. Und auch WDR-Intendanten haben die Aufgabe, einzuordnen, dass sich da eben 2000 Leute aufregen und Rücksprache zu halten und zu entscheiden, ob das eine berechtigte Aufregung ist und wie damit umzugehen ist. Natürlich bedeutet das nicht, dass wenn sich Leute auf Twitter aufregen, unbedingt Menschen ihre Sendungen absetzen, zurücktreten, sich entschuldigen und Gott weiß was müssen, sondern das bedeutet erstmal nur, dass eine gewisse Empörung, die auch unberechtigt sein kann, es gibt ja auch völlig unberechtigte Shitstorms, aber die eben auch mal berechtigt sein kann, gehört wird. Und dieses Gehörtwerden finde ich überhaupt gar nichts Schlechtes. Das bedeutet eben nur, dass die Kommunikation nicht mehr nur in eine Richtung geht. An dem Punkt entlang gehangelt, Christian Ehring. Sie moderieren Extra 3, ich weiß nicht, ob Sie selber wissen, seit 10 Jahren mittlerweile, seit 2011, also dieses Jahr werden es 10 Jahre sein. Was ist die größte Veränderung, vielleicht auch in diesem Zusammenhang, im Umgang mit Satire im Fernsehen? Es hat sich in den 10 Jahren, glaube ich, sehr viel verändert. Ich merke das auch an mir selber und ich finde, man kann auch durchaus sagen, als Satire-Schaffender, ich habe vor 10 Jahren Sachen gemacht, die würde ich heute nicht mehr so sagen. Also wo eben so über politische Korrektheit oder sowas gesprochen wurde. Ich hatte Gags im Repertoire, wo ich heute sagen würde, nee, die waren rassistisch, die waren irgendwie auch komisch frauenfeindlich. Und wenn mir jemand sagt, zum Beispiel, die Nazi-Schlampe hat auch eine frauenfeindliche Konnotation, dann nehme ich das tatsächlich auch sehr genau wahr. Und wir alle in dieser Runde schaffen ja nichts für die Ewigkeit. Also nach unseren Texten wird in 20 Jahren kein Hahn mehr krähen. Deshalb kann man ja auch sagen, man lernt dazu. Und was man mal gesagt hat, muss nicht für immer Gültigkeit haben. Also ich rechne auch Euro inzwischen nicht mehr in Mark um. Und insofern
wandelt sich unsere Sendung tatsächlich ständig. Christian, das haben Sie jetzt sehr sympathisch auf sich bezogen, aber was ist denn in der Redaktion, in einem Haus, in einem, keine Ahnung, Programmdirektorin, Programmdirektor, Intendantin, Intendant, gibt es da auch eine andere Sensibilität im Umgang mit dieser Satire-Sendung, die man da macht? Ja, es wird einfach viel stärker wahrgenommen, es wird viel stärker kommentiert, es gibt generell wesentlich mehr Feedback natürlich als in den Zeiten, als die Leute sich noch zu Hause an die Schreibmaschine gesetzt haben und einen handgeschriebenen Brief an den Intendanten verschickt haben, der auch damals natürlich immer ein männlicher Intendant war. Also insofern, es hat sich tatsächlich sehr viel verändert. Es gibt vielleicht insgesamt eine höhere Grundnervosität, auch durch die sozialen Medien, weswegen ich doch auch da bin ich ein bisschen bei Florian. Ich nutze das nur als passives Mitglied und im Sinne der eigenen Psychohygiene versuche ich mich da auch manchmal wirklich ganz bewusst auszuklinken. Dieter, nur kurz dazu und dann, ich habe gesehen, Florian Schröder hat sich gemeldet. Ich würde da noch den Begriff der Angst einbringen. Die Angst ist gestiegen bei den Menschen, die am öffentlichen Prozess teilnehmen. Die Angst, sich dem Shitstorm auszusetzen, bewirkt selbstverständlich Macht. Also die Angst ist eine große Macht, die Angst, die das Internet ausstrahlt. Und nicht umsonst hat sich die Gesellschaft ja in den letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahren stark verändert. Und das ist der öffentliche Druck, der die Gesellschaft verändert hat. Und das ist beileibe nicht immer negativ, beim besten Willen. Das ist teilweise sehr positiv. Aber trotzdem habe ich jetzt den Eindruck, das ist mein Eindruck, dass die Angst überhand nimmt und die Form die persönliche Traute, etwas zu sagen, was möglicherweise noch nicht richtig durchdacht ist, dass die abnimmt. Und das unbedachte Wort, dass einfach mal was rausgelassen wird, ohne gleich über Verantwortung, ohne gleich über strukturelle Hintergründe nachzudenken, ist ein für mich unfassbar wichtiger Teil der persönlichen Freiheit. Und das zieht sich gerade im Moment stark ins Private zurück. Leute sagen im Privaten Dinge und haben immer mehr das Gefühl, dass sie das in der Öffentlichkeit besser nicht sagen sollten. Und das ist auch eine Kastration des öffentlichen Dialoges. Es zerreißt Sarah Bosetti schon wieder. Florian Schröder kurz dazu und dann Sarah Bosetti und dann sind wir auch schon fast am Ende. Ja, ich denke, das ist vielleicht auch ein Ziel, dass wir versuchen, auch in der Satire das Spielerische wieder zurückzugewinnen und nicht alles mit so einem ungeheuren Ernst zu sehen. Aber das entbindet uns natürlich trotzdem nicht von der Verantwortung. Das ist ganz völlig richtig. Ja. Aber was ich gerade noch sagen wollte, ist, was eigentlich sehr schön an dieser ganzen Diskussion ist, dachte ich gerade, es ist doch eigentlich wunderbar zu sehen, dass Satire plötzlich wieder so sehr in der Mitte der Gesellschaft steht. Das heißt, weil Sarah vorhin sagte, wir sind ja auch in der Satire so machtlos, ich finde uns gar nicht machtlos. Als ich angefangen habe vor 15 Jahren, da war Satire, Comedy, Kabarett, das war irgendein Nischenprodukt, wo man gesagt hat, ja, die Quatschmacher, das hat im Diskurs null Rolle gespielt. Niemand hat mit uns und über uns geredet. Satisfaktionsfähig waren wir sowieso nicht. Gut, sind wir vielleicht auch heute nicht. Aber ich finde das fantastisch, dass eine Kunstform so sehr in der Debatte steht, zum Teil auch im Feuer, mit negativen und mit positiven Folgen. Aber das finde ich zunächst mal eigentlich für die Kunst schlechthin und damit auch für unsere Kunstform einen großen Fortschritt. Sarah, ganz kurz, weil dann mache ich noch eine Schlussrunde gleich. Ja, wollte nur sagen, dass ich die Wortwahl Angst und Kastration wieder sehr nah an Täter-Opfer-Umkehr finde. Also Angst ist so, wer Angst hat, wird bedroht und bedroht werden wir eben nicht von denjenigen, die wirklich kritisieren. Und Kastration, also hier wird ja erstmal niemandem der Penis abgeschnitten. Bei einer Kastration auch nicht, ne? Aber ist egal. Also es ist wirklich Kastration schon ein heftiges Wort. Ich dachte, irgendjemand muss es doch wissen in dieser Runde. Ja, ja. Nein, aber ich... Ist doch klar, dass das als Bild gemeint ist, oder? Ich weiß, und ich aber halte das ist Angst auch eine... für das absolut richtige Wort. Das ist das, okay, was umgeht in den Menschen. Die Angst, sich öffentlich zu äußern. Das ist, das kann man, da gibt es 1000 Statistiken und Studien drüber, die sagen, dass sich ganz viele Menschen in der Öffentlichkeit nicht mehr trauen zu sagen, was sie
denken, weil sie Angst haben vor Konsequenzen, vor Erniedrigung oder vor... Das hat nichts mit Täter-Opfer-Umkehr zu tun. Ich habe überhaupt keinen Täter und keinen Opfer genannt. Es geht darum, dass die meisten Menschen so empfinden und darüber haben wir eben gesprochen. Ja, ich wollte nur einmal noch betonen, dass die Wahl deiner Worte, glaube ich, kein Zufall ist und dass die durchaus ankommt, weil ich finde die, sagen wir mal, sehr, sehr bildlich. Ja. Und was ich jetzt, ich meine, alle, die jetzt hier an der, die gerade noch beteiligt sind, machen das länger als ich. Was ich heraushöre, ist, Satire zu machen, ist schwieriger geworden. Und ich finde das ehrlich gesagt großartig, weil das bedeutet ja nur, dass wir höheren Ansprüchen gerecht werden müssen und uns vielleicht einfach mehr Mühe geben sollten. Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, aber wir haben noch drei Minuten. Und deswegen die Abschlussfrage, die ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern heute stelle. Und jetzt geht sie wirklich an alle. Die drei, die ganze Zeit fest dabei sind, hatten lange Zeit, drüber nachzudenken. Zuerst Christian Ehring in ein, zwei Sätzen. Was wünschen Sie sich für den Satire-Standort Deutschland? Ich habe da natürlich einen inneren Zielkonflikt, aber ich wünsche mir das Gleiche, was ich meine Vorrednerin gewünscht haben. Die Männer fühlen sich mit angesprochen. Mehr Diversität. Und das sage ich als fast 50-jähriger weißer Cis-Mann. Also ich glaube, für die Satire wäre es tatsächlich gut, wenn die unterschiedlichsten Menschen auf ihre Art und Weise ihre Geschichte erzählen. Danke dafür, Florian. Lustig und auch provokativ. Florian Schröder. Ich wünsche mir mehr Mut. Starker Satz. Dieter Nuhr. Mehr Lässigkeit. Und vielleicht mehr als ein Wort? Verdammt. Sarah Musetti. Ich wünsche mir mehr Kritikfähigkeit. Das war jetzt nur eins, es tut mir leid. Auf beiden Seiten. Ja, mehr Kritikfähigkeit bei uns, die wir Satire machen. Weil ich glaube, dass nur dann ein wirklich guter Kommunikationsprozess stattfinden kann und nur dann wirklich wir in Dialog kommen. Mangelt es denn daran? Und jetzt macht wem mangelt es daran? 40 Sekunden vor Schluss macht er mir ein neues Thema auf. Vielen Dank dafür auch an Dieter Nuhr. Vielen Dank aber auch für die Teilnahme an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die heute dabei waren. Zum Abschluss an Christian Ehring, können Sie wieder bei Extra 3 und dann auch immer wieder in der Heute-Show sehen. Vielen Dank an Florian Schröder. Vielen Dank an Sarah Bosetti. Vielen Dank an Dieter Nuhr, von dem ich weiß, er setzt sich nicht so gerne in solche Runden. Deswegen besonderen Dank, dass er sich darauf eingelassen hat. Und er hat ja bestätigt, er hat es nicht als Tribunal empfunden. Auch schön. Ja, Sie können alle erleben, Florian in seiner Satire-Show, Dieter Nuhr bei Nur im Ersten, Sarah Bosetti unter anderem immer wieder auf Radio 1 und auch auf radio1.de. Dankeschön, dass Sie dabei waren. Das war der zweistündige Abschluss unseres großen Satire-Schwerpunkts hier auf Radio 1. Wir gucken jetzt alle, was in den sozialen Netzwerken los ist und danken für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Sonntag noch oder wenn Sie uns im Fernsehen gesehen haben, gute Nacht.